Die Boygroup der Hardcore-Katholiken. Ein Podcast mit Bent-Erik Scholz und Serdar Sorunju. So, Bent, heute sind wir zum ersten Mal unterwegs. Genau. Wir sind bei einem Idol von dir. Wenn du das eigentlich nicht, möchtest, eigentlich nicht, ne? Sagen wir, bei einer meiner Hobbys sind wir, nämlich wir sind inmitten der Rap-Szene jetzt. Okay, also wenn du mich jetzt fragen würdest, wer ist bekannter, Autoreifen oder Flair, würde ich sagen. Autoreifen? Ja. Fängst du gleich so an, ja? Ja, würde ich sagen, Flair ist schon bekannt. Hab hier ein paar starke Leute sitzen, können wir gleich... Was hört er für privat, für Musik? Was ist sein... Hip-Hop, oder? Auch, ich... Okay. Ja, Bushido. Der Serdar hört Pop. Also Scheißmucke. Avril Lavigne, Katy Perry. Also seichten Müll. Army of Lovers. Also einfach. So die Musik, die du auch magst. Ja. Wir sind bei Flair. Flair ist Deutschrapper, Künstler, Raucher, Polizistenbeschimpfer. Was du nicht bist, ist, glaube ich, was du noch nicht bist, ist, wow, was bist du nicht? Assi? Assi bin ich auch. Bist Assi? Wird mir nachgesagt, was ich bin. Also du hast ja jetzt auch gerade Sachen genannt, die mir nachgesagt werden. Aber ich, wenn ich dich sehe, ist mein erster Eindruck, du verstellst dich. Du tust nur ja? So, als wärst du ein Assi. Du bist hochgradig intellektuell. Ja, musst du mal, intellektuell in dem Sinne, dass ich mich für Sachen interessiere, ja. Ja. Inselwissen, intellektuell, wenn es um so, ich interessiere mich dann für meine Sachen, aber ich bin nicht dumm, aber ich bin jetzt nicht gebildet. Ja, Bildung und intellektuell ist nicht das Gleiche. Genau, also gebildet bin ich gar nicht. Also du bist ein Verstandsmensch, habe ich das Gefühl. Du funktionierst mit dem Kopf. Ja, das ergibt sich ja daraus, dass ich ein Abgangszeugnis habe und nicht jetzt in der Uni war oder jetzt auf dem lange gemacht habe, und dann ist Learning by Doing, ne? Wenn du dann halt dann dein Leben lebst, dann lernst du halt die Sachen, die du dir selber aneignest oder guckst. Was interessiert dich? Oder kokst? Koksen tue ich nicht. Ach so, ich habe verstanden. Oder kokst? Nee, koksen tue ich nicht. Guckst du? Nein, ich nehme keine Drogen. Prost. Bis auf Bier. Ja. Sag mal, ich habe gar nicht überlegt. Ich überlege jetzt gerade, was wir machen können. Also erstmal, ich bin ja, deswegen ist Bent dabei. Ich habe sehr viel Ahnung von Hip-Hop, muss ich sagen. Wenn du mich fragst, wer hat Beef mit wem, würde ich sagen, alle mit allen. Nein. Immer wechselnd. Mal der mit dem, mal der mit der. Nein. Frauen gibt es sowieso nicht so viel im Business, oder? Doch, immer mehr. Ist immer mehr, also von, wenn man das Grund-Hip-Hop-Verständnis von Amerika sowieso verfolgt, was ja bei uns ein Riesenthema ist, dann findet man es eh gut, wenn Frauen rappen und da auch nicht nur rappen, sondern auch dann performen und Action machen und Welle machen, so wie halt auch im Club. Und der Beef, jeder mit jedem, ist eigentlich, entsteht nur, wenn man von außen mal so ein bisschen drauf guckt, dann kriegst du ja als Außenstehender immer nur das mit, was Presse macht. Das heißt, die Presse entscheidet, was Leute wie du dann von außen mitbekommen und was sie dann für einen Eindruck von Hip-Hop bekommen. Aber das ist meistens um viel mehr geht und dass es auch richtige Beefs geht, wo es um Leben und Tod geht. Oder es gibt halt auch dann so Sticheleien, die nennen wir nicht Beef. Gibt es echt Beefs, wo es um Leben und Tod geht? Ja, die paar großen, die ich hatte, ja. Seid ihr Kriminelle? Seid ihr Gangster? Wir waren Kriminelle. Ja, das heißt, wenn ich was brauche, kann ich zu dir kommen? Zu meinem Freundeskreis. Okay, also... Es wäre dumm, wenn ich jetzt... Das würdest du vor laufender Kamera nicht sagen. Nein, es wäre dumm, wenn ich es machen würde. Ich bin ja jetzt... Hab ja Erfolg mit meiner Sache. Warum soll ich dann illegale Sachen machen? Ist das denn eine Auszeichnung, wenn man kriminell ist als Rapper? Wenn du über kriminelle Sachen rappst, solltest du wissen, wovon du redest. Du solltest zumindest wissen, wovon du redest. Hm. Ist ja klar, wenn du über eine Sache redest, ich diskutiere mit dir, du erzählst mir irgendwas und am Ende finde ich heraus, du hast das alles nur aus Büchern, aber nicht gelebt, dann nehme ich dich nicht ernst. Und genauso ist es halt auch mit wenn jemand rappt und sich darüber profiliert und sagt, das ist mir wichtig, das ist mein Leben, und am Ende weiß er nicht, wovon er redet, und er kommt nicht aus dieser Welt, dann ist das unglaubwürdig. Was war das Kriminellste, was du bisher gemacht hast? Das ist nur vom deutschen Richter oder jetzt für meine Werte? Das, was du vor der Kamera natürlich nicht sagen solltest. Nein, ich sag alles vor der Kamera, aber jetzt für meine Wertvorstellung. Warst du schon mal im Knast? Nee, aber so, ja doch, ich war einen Tag in Uhaft im Moabit. Das ist Pussy. Ja. Obwohl Uhaft ist nicht Pussy. Nee. Ich habe aber Glück gehabt, ich habe einen guten Anwalt gehabt und der Haftrichter wollte mich halt nicht in die Uhaft stecken. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, du wärst 10 Jahre in Einzelhaft gewesen, würden sich deine Platten dann besser verkaufen? Nee, dann würde das würde ja genauso bedeuten, dass der erfolgreichste Rapper ist, jetzt ein Massenmörder. Das ist ja Blödsinn, nee. Aber ein Massenmörder als Rapper wäre doch eine coole Nummer. Nee, weil am Ende musst du auch noch ein guter Künstler sein. Alleine krass sein reicht ja nicht. Es gibt viele Leute, die sind krass, aber die können es nicht geil transportieren in der Musik. Was bringt das? Bist du Künstler?
Ich bin definitiv mehr Künstler als alles andere. Was macht dich denn zum Künstler? Dass ich so in meinem täglichen Leben bin wie in meiner Kunst, macht mich zum Künstler. Also ich bin nicht nur teilweise Künstler, dass ich das dann mache, wenn es gewollt ist, sondern ich bin immer so, wie man mich erlebt in Interviews, so wie man mich erlebt in der Musik, so bin ich durch und durch. Ich habe meine eigene Wertvorstellung, ich habe mein eigenes Weltbild, ich interessiere mich für meine Sachen. Ich bin auch nicht dadurch ein besserer Mensch oder ein tollerer Mensch oder ein erfolgreicher Mensch, wenn ich das mache, was die Gesellschaft möchte. Ich mache mein Ding und meine Kunst. Und in dieser Kunst sind mir Sachen wichtig, die ich sagen möchte, die mir wichtig sind und wo ich auch der Meinung bin, dass alle anderen das so sehen müssen. Ob die das dann so machen oder nicht, ist ein anderes Thema. Aber das, was du jetzt beschreibst, ist ja eher, du bist ein Egoist. Ja, du musst ein Egoist werden, wenn du erstens von der Straße kommst und zweitens auch, wenn du erfolgreich sein willst. Und ab wann wusstest du, dass du Künstler bist und was hat das ausgemacht? Also schon in der Graffiti-Zeit. Gab's das wirklich, dass du im Kopf dachtest, ey, ich bin Künstler? Ja, also naja, das wurde mir schon, wo ich ganz jung war, da wurde mir das gesagt, weil ich habe viel gezeichnet, viel gemalt, abgemalt, gemalt. Dann da hatte ich noch eine Mutter, ich musste später ins Heim dann. Ne? Aber das haben wir gemeinsam übrigens, ich war auch im Heim. Ja, welches Heim? Berlin? Bei mir in der Heimatstadt. Also, und dadurch halt, dass ich als, wer ist da? Polizei. Hä? Wer? Heisenberg, unser Fotograf. Ah, cool. Polizei war gestern da. Also mir geht's darum, also um es zu erklären, erstens, meine Mutter hat immer schon. Geil, wenn die Polizei so klingelt. Die klingeln, ja. Ehrlich, die klingeln. Und bei uns kommt immer das Rocker-Dezernat. Aber machst dann auch Sprechanlage, so hallo, und die sagen dann, hier ist die Polizei. Nee, die klettern über den Zaun und klopfen ganz aufgeregt. Hast du erschrocken, war Fabio? Ich dachte echt gerade, die wohl kommen, ja. Okay. Ja. Na jedenfalls. Die kommen später. Wir haben denen gesagt, die sollen um 9 kommen. Also gemalt habe ich viel und vom Malen dann ins Heim. Dann ging es los mit Graffiti. Graffiti ist ja auch künstlerisch betätigen, weil man, aber halt auch immer mit dieser Verbindung, dass man es halt illegal macht. Also Graffiti entstand irgendwann in den 70er Jahren auf Zügen. So, Graffiti gibt's eigentlich nicht auf Wänden, sondern Graffiti wurde auf Zügen gemacht. Gerade diese Buchstaben-Graffiti-Sachen und nicht irgendwelche bunten Elefanten. Und da ging's halt dann schon los. Und du suchst dir einen Namen, du bist Künstler, du bist in der Illegalität. Dieses ganze Gesamtkonstrukt, das ist halt für mich Künstler sein. Nicht nur jetzt, nicht nur das Malen alleine. Ich habe überlegt, so was kann meine Linie sein, ne, wenn ich mit dir spreche? Habe ich gar nicht überlegt. Überlege ich jetzt gerade. Freestyle. Und während du so gesprochen hast, habe ich gerade gedacht, der Typ löst in einem so den Reiz aus, sich über den lustig zu machen. Weil du sprichst auf so eine bestimmte Art, du hast so einen bestimmten Typ, so, man sieht dich und ich sag's jetzt mal ein bisschen despektierlich, wie eine Karikatur schon fast von dir selbst. Aber wenn man dir zuhört, dann merkt man, dass du A, unheimlich schnell bist in der Birne. Ein bisschen spulst du auch Sachen ab, weil du, glaube ich, wahnsinnig viele Interviews gibst. Ja, das ist gut so, da drin. Das ist so deine Profession, auch zu reden, habe ich das Gefühl. Nee, das aber was dahinter mal gegeben. Ist, was dahinter ist, was mich fasziniert, ich sag das ein bisschen schwul jetzt, ist, dass du ein unheimlich sensibler Mensch zu sein scheinst. Also du nimmst auch Dinge auch wahr. Du bist nicht nur schnell im Reden, sondern du hast auch eine Auffassungsgabe, die schnell umsetzt, was um dich herum passiert. Hat das was mit der Heimzeit zu tun? Also bei mir ist das zum Beispiel Straße, so. Heim alleine nicht, sondern Straßensituation. Ja. Also bei mir ist das zum Beispiel so, ich habe durch das Heim gelernt aufzupassen. Ich krieg, wenn ich zum Beispiel Schritte draußen höre, weiß ich, ob das jemand ist, der zu mir gehört oder ob das die Polizei genau. ist. Genau, das hat aber was mit dem Leben. Also ich war halt nicht viel im Heim, weil ich bin halt immer aus dem Heim dann nachts abgehauen. So, deswegen so ein Heimleben habe ich gar nicht gelebt. Ist das ein bisschen Mythos? So wie die Gefängniszelle, der eine Tag, in dem du da warst. Nee, jeder Alkoholiker ist mal ein Tag in der Nee, wir haben einfach, ich habe einfach niemanden im Heim gehabt, mit dem ich mich identifizieren konnte, der cool war. Mhm. Es war halt so, da waren halt wirklich Leute, die hatten andere Probleme. Und ich habe mich da schon für was Cooleres gehalten, durch Hip-Hop, ne, durch Graffiti und durch die Szene. Und ich wollte halt dann am U-Bahnhof rumhängen, wollte halt dann draußen mit den coolen Leuten rumhängen und wollte mich da beweisen. Deswegen im Heim rumhängen gab es bei mir nicht so oft. Bist du schwer erziehbar gewesen? Oh, ja, sagt man. Hast du Geschwister? Ich wollte noch mal weiter auf deine Frage, diese Karikatur von mir selbst. Viele Leute können. Hat dich das beleidigt? Ich wollte dich nicht beleidigen. Nein. Ne? Wenn du mich beleidigst, dann beleidige ich dich viel besser. Ey, Alter, ich habe so eine Angst davor. Ich wollte gerade sagen, ey, auf dem Flair-Album beleidigt werden. Du benutzt diese Worte Freestyle und Yo und hin und her. Das machst du alles wegen uns, Alter. Wir haben dir diese Worte beigebracht, ne, oder? Freestyle? Hast du früher Freestyle gesagt? Nein. Ich habe auch noch nicht Hurensohn gesagt und so. Nein. Werde ich auch nicht. Nein, okay. Heimlich habe ich es jetzt einmal gesagt, aber ich sag's nie mehr wieder. Ja. Also das, er ist abgewichst, ne? Das Wort sagen, ich hab's nicht gesagt. Weißt du, was ich immer mache? Ey, ist jetzt nicht böse gemeint, aber... Aber abgewichst hast du von mir.
Abgewichst? Ja. Das ist schon ein intellektuelleres Wort. Weißt du, was Wichsen ist? Also jetzt nicht sich einen runterholen? Woher kommt Wichsen? Schuhe sauber machen. Ja, auf jeden Fall. Oder? Pferdewichse gibt's auch. Okay. Also auf jeden Fall ist es Schrubben. Hat okay. was mit dem, was du kennst, zu tun, aber ist okay. anders. Okay. Wo warst du stehen geblieben? Parodie, Karikatur. Ja, eine Karikatur. Vielleicht kannst du einfach nicht, vielleicht denkst du halt einfach, dass es übertrieben ist in dem Sinne, so wie man sich gibt oder so wie man ist, weil du die Welt wahrscheinlich nicht kennst. Das du bist halt ein Intellektueller. Du denkst, ich bin Intellektueller? Voll bist du. Guck, ich glaube, ich bin hundertmal asozialer als du. Nee, du bist asozial in deiner, du bist in deinen Kreisen asozial. Und der Schal symbolisiert, dass ich intellektuell bin? Ja, voll. Was symbolisiert dann Prada? Dass ich ein Asi bin. Nee. So wie ich Prada trage, trägt nur ein Asi. Nee. Weil Prada ist doch für Pussys. Na, ist immer die Frage, wie du es rockst. Wie ich es rocke? Wie das habe ich nicht verstanden, was heißt das? Wie du es kombinierst. Okay, okay. Weißt du, es gibt Prada, es gibt Leute, die tragen Prada, so wie sie Prada tragen. Ich kann auch ein pinkes Shirt tragen und bin trotzdem mehr krasser als du mit einer schwarzen Lederjacke. Und Prada ist nur T-Shirt oder hast du auch ein Täschchen? Ich habe sogar eine pinke Lederjacke. Mega. Mega. Das ist Fashion. Mega ist aber Oldschool, ne? Oldschool ist wieder Hip-Hop. Mega ist ein bisschen Oldschool, ja. Was sagst du, wenn du Mega sagen willst? Hammer. Oder? Hammer, Bombe? Digga, das ist Dieter Bohlen. Das ist Dieter Bohlen 1980. Monster! Monster, du! Okay, du hältst mich für einen Intellektuellen, ich dich aber nicht für einen Assi. Intellektuell ist auch keine Beleidigung. Ich habe das auch nicht so verstanden. Ich habe nur ich gesagt, find, du hältst mich für einen. Nee, in deiner Welt bist du ein Assi. In meiner Welt bist du ein Intellektueller. Warum? Na, weil du bist in einer Gesellschaft unterwegs oder in einer Schicht unterwegs, da wo du auftrittst, da kommen ja Leute hin, die sind in der Mitte der Gesellschaft, die hören dir zu. Ah, das Vorurteil glaube ich nicht, aber ist egal. Ja. Also so wie ich es mitkriege so und deswegen glaube ich halt, dass natürlich du die Leute da schocken kannst mit der Art, so wie du bist. Wenn du jetzt mit uns unterwegs wärst, so, dann würden wir einfach sagen, das haben wir jetzt schon 100 Mal gehört, wie du redest. Ihr würdet euch über mich lustig machen? Nein, aber wir sagen, chill mal, was soll das? Okay. Und du glaubst nicht, dass du von mir irgendwas lernen könntest? Doch, aber nicht in der Art, wie man Assi ist. Da bist du echt sicher? Lass uns mal abchillen zusammen. Können wir machen. Also ich fände es zum Beispiel cool, wenn du mal meine, sag dir Skits? Nee, ja, Skits. Wenn du meine Lines oder meine Skits in deinen Songs machst. Du kannst auf dem nächsten Album kannst du gerne die Skits machen. Ja, lass doch mich mal ein paar machen, so von Hitler und so. Ja, geil. Aber dann gibt's Ärger. Von wem? Ja, Hitler gibt immer Ärger. Hast du Hitler schon mal gehabt auf dem Album? Wie den gehabt? Gerappt darüber, über Hitler? Ja, so, ja. Nee. Ist zu langweilig. Geil, Hitler ist Player zu langweilig. Nee, ist politisch. Und Politik gibt es auf der Straße nicht, da wo wir rumhängen. Politik ist Blödsinn. Also, wo ich da rumhänge, da kannst du auch rumhängen. Aber mit wem? Also, oder wie man aufgewachsen ist. Es geht ja darum, dass also Politik... Also hier, das ist ja bürgerlich. Das ist ja jetzt nicht Assi. Ja, wenn man aus dem Heim kommt und sich das erarbeitet hat, dann kannst du das jetzt nicht gegen mich verwenden. Nein, aber dann scheint dir dein Traum gewesen zu sein, in der bürgerlichen Realität anzukommen. Nee, ich will nicht mehr in einer Pennerwohnung auf der Matratze schlafen. Ja, das will ja jeder, der bürgerlich ist, auch nicht. Das will jeder Mensch nicht. Okay, dann ist ja egal, ob er bürgerlich oder Assi ist. Du hast das gleiche Ziel, du hast die gleichen Träume. Der Weg ist nur ein anderer. Ist es auch schlecht, das Image zu haben? Ja, also, das du gar nicht hast? Es kann nicht 5 Fragen auf einmal stellen. Immer einen die Art, wie man lebt und wie man das Ziel erreicht, ist ja was anderes und woher man kommt. Das macht mich ja aus, wo ich herkomme und nicht, wo ich jetzt bin. Ich rappe ja jetzt nicht über das, was ich jetzt bin. Ich rappe ja über mein Leben, was ich gelebt habe, meine Erfahrung. Das wäre, wenn ich jetzt, ich kann auch mal einen Song machen über ein dickes Auto und über ein Haus, ja, aber das ist ja, es geht ja eher um den Kontrast. Okay. Weißt du, der Kontrast ist wichtig. Habe ich verstanden. Der Kontrast ist wichtig, auf jeden Fall. Ist denn der Mythos auch wichtig? Welcher Mythos? Der, den du von dir selbst hast. Wenn du mir sagst, ich komme aus irgendwoher und den bin Mythos, jetzt erfolgreich. Der Mythos ist ja, das ist ja die Realität. Das ist ja jetzt, ein Mythos würde ja, wenn ich mir jetzt selber Gedanken über meinen Mythos mache, den würde ich ja konstruieren, so viel Zeit hat. Also es würde mir vor auf die Eier gehen. Und der andere Rapper? Der andere was? Aber wie ist das bei anderen Rappern? Machen die, kreieren die einen Mythos von sich? Kann schon mal passieren, glaube ich. Glaubwürdigen? Also was ist so zum Beispiel der unglaubwürdigste, jetzt sag keine, ihr habt sofort wieder Beef und verkauft dann 100.000 Platten weniger. Aber wer ist der unglaubwürdigste? Oder mehr. Wer ist der unglaubwürdigste Rapper, den es gibt? Bushido gerade.
Warum wusste ich das? Warum wusste ich das? Weil du dich ein bisschen damit, weil ihr euch ein bisschen damit befasst habt. Ne? Aber darf ich kurz eine Sache mal so, wenn du jetzt redest, okay, du redest über deine Herkunft, Heimphase und so weiter und du sagst, das ist das, was dich ausmacht. Ist das mit einem Stolz verbunden? Bist du da stolz? Der Stolz ist der Werdegang. Ja, der Stolz ist der Werdegang. So stolz auf den Anfang kann man da nicht sein, weil da wurde man ja eher gehänselt und runtergemacht dafür. Weißt du? Das ist ja, damals war man ja einfach nur, damals hat man darunter gelitten, ne, und hat gesagt, okay, das ist, dadurch hat man viele Probleme und man wird ja auch, man hat viele Konflikte. Ey Fabio, nicht weggehen mit der Pfeife. Ja, ja. Und stolz ist man dann auf den Werdegang eher so. Ne? Sag mal. Und wie man es gemacht hat, da gibt es ja auch viele, viele Fehler, die man machen kann. Und sag mal, bevor wir uns in so Bushido-Laber verlieren, ich finde, das hat er ja gar nicht verdient, dass wir so viel über den reden. Du hast mich gefragt, ich habe gar nicht. Nee, ich habe gefragt, welches ist der unbeliebteste Rapper bei dir? Ich wusste, es kommt Bushido. Ich dachte, vielleicht kann ich es versuchen und du sagst, nee, Flair sagst du nicht, aber so Farid Bang oder so. Ich kenne die Verhältnisse untereinander. Wir machen ein Spiel. Ich rate, okay? Okay. Du sagst Namen und ich sag, wie die zueinander stehen. Und du woher willst du das denn wissen? Na, pass auf, du konstruierst, du weißt ja in deinem Kopf, wer super krassen Beef hat und du sagst mir zwei Namen und ich sag, was die für ein Verhältnis haben. Ich rate. Farid Bang und Bushido. Gut, bei Bushido ist einfach, die hassen sich. Farid Bang und Flair. Oh, das ist schwer. Farid Bang ist der beim Echo den Nazi-Skandal hatte, ne? Nee, also es wurde gesagt, dass Farid Bang den Nazi-Skandal hatte, aber es war im Zusammenhang mit Kollega. Ihr wart mal gute Freunde, dann wieder nicht, jetzt seid ihr es wieder. Nein. Ihr seid verfeindet? Nein. Ihr habt gar nichts miteinander zu tun gehabt? Nein. Never? Nein. Ihr kennt euch noch nicht mal? Alles, was du sagst, sage ich nein, ist falsch. Das heißt, was habt ihr für wir waren sehr hart verfeindet und sind jetzt Freunde geworden. Habe ich doch gesagt. Hast du nicht? Du meintest, wir sind Freunde gewesen und jetzt verfeindet. Das ist ein Unterschied. Nee, ich habe gesagt, Freunde, Feinde, Freunde. Nein. Drei Schritte habe ich gesagt. Das haben wir nicht gemacht. Freunde, Feinde, Freunde ist wieder was anderes. Wir werden das nachgucken. Ja, Feinde, Freunde, Feinde ist wieder was anderes. Okay. Das würde ja dann so bedeuten, die streiten sich immer wieder, auch wenn die Freunde sind. Also ihr wart Freunde, jetzt seid ihr Feinde? Nein, wir waren Feinde, jetzt sind wir Freunde. Ah, okay, jetzt seid ihr Freunde. Was ist da, was passiert, warum seid ihr Freunde geworden? Wir haben uns kennengelernt. Wir kannten uns vorher nicht. Ach, so wie wir jetzt auch? Ja. Aber wir waren keine Feinde, wir sind immer Freunde gewesen. Nee, wir sind keine Freunde gewesen. Noch wie was? Wir können Freunde werden, aber wir sind nie Freunde gewesen. Was ist, wenn wir nicht Freunde werden? Kein Problem, dann bist du einfach ein. Du arbeitest in den Medien, du bist Business. Ja, und du Rap ist auch was Linkes, ne? Ich muss dann damit rechnen, dass du deine Rache an mir auf einer Platte ausübst und nicht face to face. Nee. Bushido hat das gemacht. Bushido, habe ich ja vorhin schon gesagt. Du wolltest ja nicht den Bushido-Talk machen, aber Bushido ist auf jeden Fall nicht der Maßstab, an dem man sich halten sollte. Aber ich kenne das von vielen Rappern. Also wenn ich Beef mit jemandem habe, ne, dann rufe ich den an. Dann sage ich, pass mal auf, du Arschloch, du gehst mir auf die Eier. Ich auch. Und ich sage nicht, ich mache eine CD und dann sage ich die ganzen bösen Sachen, die ich dir nicht ins Gesicht sage. Du kannst es eine Weile machen, so wie ich. Ja. Auch, weil, also du machst es dann genauso, wie ich eine Weile gemacht habe. Und dann hast du 30 Anzeigen und musst vor Gericht. Ah, okay, weil die, denen du die Wahrheit sagst, auch so links sind, dass die dann sofort zum Anwalt gehen. Rennen alle sofort zu, die zeigen alle sofort. Dann Reporter zeigen an, Rapper zeigen an. Normale Leute. Also ist Rap eigentlich eine Plattform, auf der man sich beleidigt, ohne dass man eine Konfrontation riskiert? Gangster. Nein. Die Kunstform an sich, okay, die gibt es. Es gibt da auch so Veranstaltungen, dass Leute sich treffen und dann rappen und dann gegeneinander rappen und battlen so. Aber wenn du das mit der Berliner Mentalität verbindest oder der Hip-Hop-Kultur verbindest, dann ist jeder Beef bedeutet eigentlich ein Krieg auf Leben und Tod. Ist Beef auch eine Verkaufsstrategie? Sagen wird viel nachgesagt und es gibt viele, die nutzen das so, aber im Grundkern kannst du das gerne als Verkaufsstrategie nutzen, aber wenn du dann damit leben kannst, dass du abgestochen wirst, dann kannst du das auch gerne nutzen als Verkaufsstrategie. Gibt es denn ein Verhältnis von dir, wo es Verkaufsstrategie war? Also wo ihr im Hintergrund euch getroffen habt und ihr habt euch den Arsch abgelacht? Nein. Und dann vor den Kameras so, ich hasse den? Nein, niemals. Aber bei Sido und Bushido war das doch so? Nein, war auch nicht so. Die haben doch ein Album zusammen gemacht. Dann ja, irgendwann. Davor wollte Bushido aber Sido abstechen lassen. Jahrelang, 10 Jahre lang. Boah, Bushido ist ganz schön der Killer, ne? Nee, die Leute, die er schickt, sind Killer. Er ist kein Killer. Er ist ein weinerlicher Killer. Er ist der Strippenzieher oft gewesen, ja. Der Mimosenkiller von Berlin-Grunewald. Ja. So würde ich sein nächstes Album nennen. Ja, das würde passen. Pussy Black. Pussy Black. Ist cool, oder? Ich kann auch ein bisschen Rap. Findest du nicht? Trotz Schal. Sollen wir ein bisschen schweigen? Ich soll schweigen? Wie ist das, wenn wir schweigen zusammen? Wirst du dann nervös? Nee, worüber willst du, warum worüber ich schweigen will? Warum willst du schweigen?
ich glaube, so meditative Momente sind inspirationsfördernd. Verstehst du, was ich sage? Schweig, wenn es dir dann besser geht. Nein, bleib sitzen, alles gut. Nee, ich wollte nicht aufstehen. Sag die nächsten Namen. Sag's die nächsten Namen. Kollega und Sido. Boah, du machst es schwer. Kollega ist der Typ, der eigentlich Anwalt ist, ne? Der Jura studiert hat oder behauptet, er hätte Jura studiert. Ich glaube, das stimmt, dass er Jura studiert hat. Das behauptet, also er hat es, Ange haben es erst behauptet und er hat es dann irgendwann. Aber diese Art von Rappern gibt es ja auch, wo man sagt, eigentlich ist der ja ein Kluger, der tut nur so, als wäre der doof. Nee, also. CEO ist doch es so, gibt ne? Ja, es gibt, CEO kenne ich nicht persönlich, deswegen kann ich, oder mit CEO habe ich mich noch nie so krass befasst, aber es gibt ja auch Leute, die haben irgendwann in ihrem Leben die Entscheidung getroffen, dass sie dann Rapper werden wollen, Vollzeit-Rapper. Dann haben die vielleicht vorher Jura studiert und dann macht das auf jeden Fall nicht einen guten Eindruck bei so Leuten wie mir, weil ich mich dann genauso wie du wundere. Aber am Ende des Tages gehen sie diesen Weg und leben dann 10, 15 Jahre auch in dieser Welt. Und dann müssen sie halt sich auch mit Gegebenheiten auseinandersetzen, die halt dann scheiße sind. Und wenn dann jemand nach 15 Jahren bewiesen hat, dass das Zeug dazu hat, dann kann man auch immer sagen, weißt du was, du hast jetzt 15 Jahre lang Rapper, bist jetzt 15 Jahre Rapper gewesen, bist jetzt 2 Jahre oder wie lange studiert man Jura? 3 Jahre, 4 Jahre. Dann irgendwann gleicht sich sowas dann auch aus. Das ist ja Menschlichkeit, ist ja logisch. So. Kollega und Sido. Oder würdest du nicht sagen, dass jemand, der dann... Ich habe dir nicht zugehört, ich war schon nur bei Kollegen. Okay, dann nochmal. Glaubst du nicht, dass irgendjemand, der 15 Jahre lang dann Rapper ist und in diesem Milieu verkehrt, dass dann der irgendwann auch zu diesem Rapper wird, was er sein möchte? Nee, glaube ich nicht. Nee, warum? Nee, ich glaube, ihr seid echt Profis. Ich glaube, du bist auch mega professionell. Ich glaube, du sagst es nur, damit du die Wahrheit nicht erkennen musst, wie schlimm die Welt ist. Das ist eine Vermutung, die kannst du nicht belegen. Du kannst ja nicht in den Kopf gucken. Du kannst nichts belegen, was ich sage. Ja, deswegen. Ich kann alles sagen, was ich will. Ich auch. Und du kannst auch alles sagen, was du willst. Ich sage, also die meisten Intellektuellen sagen es ja. Ich glaube, es gibt so und so. Ich glaube, es gibt Rapper, die glauben das, was sie sind. Und die glauben auch, dass sie das sind, was sie sind. Und ich glaube, es gibt Rapper, die sind einfach, die spielen das. Aber warum denkst du, dass es so eine Errungenschaft und so eine Leistung von dir ist, die Leute zu hinterfragen? Warum glaubst du nicht, dass einfach jemand so ist, wie er ist? Habe ich das gesagt, dass es eine Errungenschaft ist? Naja, doch, du holst dir einen drauf runter, wenn du zum Beispiel sagst... Wo hole ich mir einen runter? Die Rapper sind so, wie sie sind. Das ist aber eine These, das ist eine These. Ja, aber du bringst immer nur diese These. Wann hast du mich erlebt, dass du weißt, dass ich es immer bringe? Du denkst, ich bin Steiger. Steiger war letztens hier, hat auf die Fresse bekommen. Von dir? Ja. Original echt? Ja. Nee, hör mal, dann lass das Interview abbrechen. So, weil ich hatte vor, dich so zu provozieren, dass du auf die Fresse haust. Das Interview ging in so eine Richtung, dass Steiger dann halt auch, Steiger hat einen Riesenfehler gemacht. Er hat dann einfach... Dass er überhaupt Steiger ist, ist der Riesenfehler, oder? Ey, das war eine Leiden, Digga. Ja, aber... Nee, er hat einen riesen Fehler gemacht, er wollte dann auch noch so dominant sein und hey, jetzt ist Ruhe hier und hin und her. Dann habe ich schon mal halt seine Fresse und bin aufgestanden und dann wurde es ein bisschen laut und dann hat es geknallt. Ehrlich, ihr habt euch geprügelt? Nein, nicht geprügelt. Hast du Respekt? Natürlich. Vor mir? Natürlich. Warum? Du bist, so wie ich dich aus den Medien kenne, bist du auch jemand, der seine Meinung sagt, der frontal raufgeht, der, auch wenn er schon vorher weiß, dass es knallen wird, es trotzdem macht. Deswegen habe ich Respekt, das trauen sich nicht viele in Deutschland. Und du, das Wichtigste ist, du triffst dich auch mit Leuten, die nicht aus deiner Welt sind und willst ihnen zuhören. Du machst das natürlich alles auf diese provokante Art, und aber auch Respekt, dass du keine Angst davor hast. Warum guckst du weg, während du das überlege, sprichst? Weil wenn ich den weil Augen gucke, stellst du mir 5 neue Fragen. Aber du guckst den Scheinwerfer stellst mir 5 neue Fragen, wenn ich dich angucke. Respekt ist nicht Angst. Und das... Ja, sagst du jetzt. Und ich hau dir gleich auf die Fresse. Und deswegen ist das hast du Eier, man respektiert es. Du bist auf jeden Fall, du hörst ja auch zu. Also du hörst nicht viel zu, aber du machst dir wenigstens die Mühe, dass du zu den Leuten, du gehst auf die Leute zu und sagst, ich verurteile die Leute nicht vorher, ich gehe ins Interview und prüfe die und teste die. Gib Gas. Ja? Was kann ich noch besser machen? Was kann ich an mir noch verbessern? Damit es dir in deinem Leben besser geht? Damit ich dir gefalle. Du musst mir gar nicht gefallen. Ich will dir aber gefallen. Nein, du willst mir nicht gefallen. Ich will, dass du mich noch mehr respektierst und wir Bros werden. Nein. Und ich sagen kann, ey, ich chill mit Flair. Nein, dafür. Aber gib mir mal einen Tipp. Also, was stört dich an mir? Ich bin zu analytisch. Stört gar nicht. Bin ich arrogant? Nee, du, dieses, du ratterst diese Klischees ein bisschen runter. Welche? Rapper tun nur so, Rapper sind nur so. Du denkst auch, dass du die Welt veränderst, indem du die Leute piesackst.
Ich denke das, oder ich du werfe das den Rappern vor. Du denkst das. Und wahrscheinlich hast du noch nie einen Stich bekommen von irgendeinem Typen, den du provoziert hast. Und deswegen sage ich ja, in deiner Welt kannst du das auch machen, da wird es dann auch ausdiskutiert. Und in meiner Welt, ganz im Ernst, wenn man da über Linien geht, da muss man, das kann man auch gerne machen und ist cool, mach dein Ding so, ich will dich nicht erziehen, aber da muss man halt damit leben, dass man eine Knarre oder ein Messer vor der Nase hat. Und die Menschen, die das dann machen, ich rede jetzt nicht von anderen Leuten, die das mit dir machen, so, wenn du in einem Angelmilieu unterwegs bist, weil dann gehst du immer wieder nach Hause und hast Feierabend. Ich rede davon, wenn du wirklich damit jeden Tag zu tun hast und damit lebst und dann einfach merkst, es ist der Umgang. Chef, du hast Beef mit anderen Comedians oder mit anderen, wie definierst du dich? Erstmal nicht, ich höre dir erstmal zu. Aber du definierst mich ja nur über Klischees. Und deswegen, nein, ich bin kein Experte. Ich sehe halt nur so, wie du manchmal auftrittst. Und deswegen glaube ich halt einfach nur, dass du hast auch deine schlimmen Erfahrungen gemacht, bestimmt. Ich habe mich auch oft schon geprügelt. Ja, glaube ich dir. Es gibt gleich richtig Beef. Ich habe gerade total Bock, mich mit dir zu prügeln. Ich glaube, dass du dich oft geprügelt hast. Was ist Stich? Stich heißt Messer? Ja. So, aber Messer ist hinterhältig, oder? Ja, voll. Ich finde, mit einer Knarre, das ist schon ehrlicher, oder? Ist männlicher. Nee. Mit den Fäusten ist am männlichsten. Ja, ist am männlichsten. Geht es um Männlichkeit dabei? Bei Rap? Was ist, wenn du in einem... Bei Rap? Nee, bei einer bei Prügelei. Rap? Was ist bei einer Prügelei? Wenn du sagst, du machst mir Angst, ich möchte nicht. Was hast du schon mal gemacht? Was? Du kennst auch den Moment, wo eine Prügelei losgeht. Wir beide, ich habe mich auch schon oft geprügelt. Du kennst auch den Moment, wo du weißt, okay, jetzt gibt's auf die Fresse. Das ist ja ehrenhaft. Hast du schon mal überlegt, dann zu sagen, ey, ich habe echt Angst, tu mir nicht weh? Klar, das macht man ja, man hat ja im Endeffekt gleich, jeder hat ja gleich Angst, wenn die Schlägerei losgeht, ja. Aber das, ich rede ja nicht von sowas, sowas ist ja, du hast ja eine Keilerei oder so eine Kneipenschlägerei wie unsere Papis früher, ist ja okay. Nix du, Papis du bist ja Papi früher. Hier. Nein. Du bist eine Kneipe, bist laut, dann prügelst du dich. No way. Ich rede von 5 Arabern, die dir auflauern und dich abstechen mit Maske. Aber du weißt, dass Türken und Araber immer schon ein seltsames Verhältnis hatten, ne? Wir haben unsere Esel auf die Araber scheißen lassen. Die haben wir unterdrückt. Ich bin Deutscher. Ja, du bist ein Pseudo-Türke. Der Pseudo-Türke? Bist du Türke. Echt, mein Onkel ist Türk, weißt du? Du bist ein Deutscher in einem türkischen Körper. Nein, ich bin ein Hassan in einem Stefan-Körper. Auf jeden Fall, Digga. Bushido ist ein Stefan in einem Hassan-Körper. Bushido ist, wenn ich das offen sagen darf, ein Bastard. Oh, sorry. Das darf man in so einem Interview nicht sagen. Hier darfst du alles sagen. Aber du weißt die Bedeutung des Wortes Bastard. Ja. Ne? Das, und er ist es ja. Ich lüge ja nicht. Man, ja, weißt du, was du meinst. Ich habe ja einen ganz schlimmen Stand-up mal gemacht und habe gesagt, seine Mutter hat vorm Asylantenheim gewartet und mit dem Chani gewedelt. Aber das sollte man in so Interviews nicht sagen, weil dann wird man abgestochen. Nee, oder man kriegt eine Ehrennadel von den Abu Chakas. Nein, von Bushido wirst du nicht abgestochen. Nee? Nein. Der weint dann. Jetzt geht er zur Polizei. Oh, müssen wir das rausnehmen dann? Wenn du keine Anzeige haben kriegen möchtest oder von der Anwältin. Aber ich bin Satiriker, ich habe das ironisch gesagt. Dein Business, Bro. Satire ist der Hip-Hop der Kultur. Und Hip-Hop ist das Asoziale der... Ich kann es nicht hinkriegen. Okay. Warte ganz kurz, Fabio! Pfeife! Hör mal bitte. Ist das Bas Sultan Hengst? Fabio? Bas Sultan Hengst, ja. Bas Sultan, sag mal. Bas Sultan Hengst. Kollega und Sido. Boah, Alter. Hat Sido überhaupt Beef? Guck ihn doch an, er gibt dir doch schon Signale. Bent, Kollega und Sido, gib mir einen Tipp. Ich glaube jetzt nicht direkt ein Beef, aber ich glaube, da waren irgendwie so ein paar... Man hat sich gegenseitig... Du sollst mir einen Tipp geben, nicht die Antwort. Digga. Es ist eine Ja- oder Nein-Frage. Welchen Tipp soll ich geben? Nee, es hat ja eine Geschichte offensichtlich. Beefs haben ja immer Geschichten. Habe ich jetzt echt nicht. Also okay, ich sag, die sind pari-pari. Die verstehen sich nicht, die kennen sich nicht. Die haben auch keine Freundschaften, waren noch nie verfeindet. Boah, du sagst 6 Sachen, die nicht zusammenpassen. Wenn man begrenzten Wortschatz hat, schon. Was ist mit Kollege und Sido das Verhältnis? Tierstar ist jetzt hier auch nicht. Die sind Rapper-Kollegen, haben auch mal gestichelt, aber es gibt kein Beef. Hab ich doch richtig. Ja, hast du gesagt, genau. Mega. Einfach alle Sachen sagen. Dann hast du... Nein, ich habe nicht alle Sachen gesagt. Die waren alle in eine Richtung. Komm, ein letztes. Das macht Spaß. Aber macht's schwer jetzt. Ich befasse mich zum ersten Mal jetzt hier mit den Leuten. Luciano und UFO 361. Wer ist das? Ich kenne Luciano und UFO 361. Luciano ist der meistgestreamte Deutschrap-Künstler gerade. Ehrlich? Ja. Oh, jetzt, Emma, das ist wirklich, das ist jetzt Daddy-Style bei mir. Ne? Jetzt bin ich wirklich scheiße alt. Okay, die hassen sich. Die haben nicht. Luciano hat die Frau von UFO 73 gebumst. Nee. Der hat die tot gebumst. Nee. Nein? Er ist schwul. Wenn einer von dem anderen die Frau totbumsen würde, dann hättest du das schon mitbekommen. Dann würde es die Tote geben. Also pass auf, Digga. Sagt man Digga in Rapperkreisen? Hamburger sagen Digga. Hamburger? Hamburger. Und was sagt man unter Rappern zueinander, Bro?
Ja. Ich will mit dir ein bisschen. Sag doch, was du sagen willst. Flair, Flair. Du musst mir doch nicht Flair, gefallen. Flair. Du hast absolut recht. Mein lieber Freund Flair. Ich habe das Video gesehen. Ich erzähl mal, woher ich dich kenne. Erstmal, ich wusste immer, dass du da bist und so. Du warst einer von vielen. Ich wollte dir mal auf die Fresse hauen, wo du dich zum ersten Mal bei mir. Du hast dich mal einmal negativ über mich geäußert. Das ist doch eine Auszeichnung, wenn Flair mir auf die Fresse hauen will. Nee, es geht eigentlich sehr, sehr schnell, dass ich das möchte. Und dann erledigt sich das auch wieder. Oh, wie? Ich bin einer von vielen? Ja. Okay, warum hast du das denn? Hip-Hop.de-Interview oder Rap.de. Ganz am Anfang bei Vis-a-vis, Spruch gebracht. Bei Vis-a-vis, genau. Ja, aber da wusste ich, da kannte ich diese Welt ja, noch nicht. Ich ja, bin auch nur wegen Vis-a-vis da hingegangen. Das rettet dich ja nicht. Hä? Das rettet dich ja nicht, dass du die Welt nicht kennst und so über einen Rapper redest. Es rettet dich auch nicht, dass du mir sagst, du wolltest mir auf die Fresse hauen. Was rettet denn? Was rettet? Der deutsche nur Ehrlichkeit Staat. Und Respekt, der oder? Der deutsche Staat rettet. Der deutsche Staat. Wenn Ehrlichkeit und Respekt retten würde, das wäre schön. Das wäre schön, das haben wir schön. Gemeinsam. Wir haben sowieso viel gemeinsam. Jetzt lass uns positiv werden. Okay. Ich wollte jetzt ein bisschen affirmativ sein. Was? Egal, ich habe dich gesehen in bei Steiger habe ich dich gesehen. Da habe ich zum ersten Mal eine Sympathie für dich entwickelt. Ich war vorher, habe ich dich immer so marginal, so dachte, da ist einer von den Assis. Hast du vollkommen recht, stimmt. Und dann dachte ich so, ey, der hat den so platt gemacht, Digga. Das habe ich ja noch nicht mal geschafft. Also der Steiger, ich hatte den in meiner Sendung, der ist verdammt klug. Der kann viel reden, der weiß viel, der steht auf der richtigen Seite. Manchmal ist er auch sympathisch. Aber in der Regel der Fälle weiß man es nicht, so, ne? Und dann saßst du da und du warst erst so ungeduldig und dann habe ich so dein Höschen gesehen, dachte so, boah, der ist auch total schick und der ist nett, auch ein bisschen unterwürfig. Du weißt die Leo und dann, Palm Angels Hose? Das war so eine schäbige Hose, Digga. Das war so schäbig. Und dann hast du so Gas gegeben. Ich habe das immer wieder gespielt und Leuten vorgespielt, gesagt, ey, guck dir das an. Der ist free. Das ist in dem Kopf. Du hast eine Schraube losgemacht und du hast Vollgas nach vorne gesprochen. Ja. Und das habe ich echt bewundert, weil das ist auch etwas, was ich immer versuche, authentisch zu sein. In so einer Situation wie jetzt, uns gucken 5 Leute zu, Kameras laufen, kannst du schnell anfangen, Show zu machen. Ne? Gerade du spulst ein Programm ab und du machst einen auf die Hose, wir sind Profis, wir wissen, was wir sagen müssen. Bushido ist ein Bastard, bing, geht die Kurve hoch. Nehme ich übrigens zurück, Bushido ist ein super netter Typ. Ja. Das war Ironie. Ja. Aber darüber hinaus gibt es bei dir Seite. Was Authentisches. Und dann habe ich dieses Video gesehen mit den Bullen auf der Straße, wo alle rumgeschickt haben, so eben die in der Denke sind, die du beschrieben hast von mir, die ich gar nicht habe. Hm. Guck mal, der Assi. Hm. Und ich kenne so Situationen. Ich habe die genauso. Wenn mich die Polizei anhält, ist es immer, weil A, sie kennen mich. B, ich bin der ewige Türke. Ich komme aus diesem Ding auch nie raus. Egal, wie gut ich mich benehme, egal, wie toll ich spreche, am Ende bin ich immer der Türke. Mhm. Und ich wusste, bei dir ist es genauso. Egal, was du machst, egal, wie klug du argumentierst, für die Leute bleibst du der Assi. Und deswegen sage ich, egal, ob du Türke bist oder nicht, du bleibst degradiert. Und das hat was mit deinem sozialen Stand zu tun und das hat was mit deren Arroganz zu tun. Genau. Ne, dass die nicht wissen, dass die sich in der Situation genauso verhalten würden, weil ihnen Unrecht passiert. Und ich fand das total cool. Also hast du die Begriffe, die du da gesagt hast, waren die justiziabel oder wusstest du, die waren justiziabel. Du Schwanz? Die das kann ich sagen. Nein, die waren alle justiziabel. War alles Urteil. Aber Schwanz, ist das justiziabel? Ja. Und du hast die Kontrolle verloren? Ja, ich habe die Kontrolle verloren. Also da, schade. Also diese Ausraster da, den hätte ich... Den würde ich heute besser hinbekommen. Weil du wüsstest, Schwanz oder ein anderes Wort? Pimpf? Nee, sondern ich habe... Popanz? Ich habe ja gelernt, dass die Leute am Ende des Tages überhaupt nicht sich Gedanken machen über die Hintergründe. Warum ist der überhaupt ausgerastet? Also die machen sich keine Gedanken darüber, was ist denn die Wochen vorher passiert, die Monate vorher passiert. Und was mir halt nur wichtig war, dann auch im Nachhinein in Interviews, wo ich gelernt habe, dass ich dann, genauso wie du gerade sagst, ich probiere es den Leuten zu vermitteln, interessiert die nicht. Hm. Also es geht nicht um eine einfache Polizeikontrolle. Es geht darum, um Polizeischikane, monatelang, wochenlang, SEK-Einsätze, Maschinengewehr, bei meiner Frau im Bett, rein Tag mit Babyhund, der sie anpisst. Und das hat bei mir ein Trauma hinterlassen. Ich bin traumatisiert. Traumatisiert, kann man sagen. Kann Bas Sultan Hengst mir noch ein bisschen Eis bringen? Soll ich Eis bringen? Bas Sultan, Bassi. Kannst du mir noch ein bisschen Bassi. Bier geben? Boah, das wünschen sich manche Leute, ne? Dass sie sagen, Bas Sultan gibt ein. Und hast du. Also die haben dich, er hat mir das erklärt, Bent, erklär mal, was da passiert ist. Vielleicht kann Flair also, dann das korrigieren. Also das mit dieser Polizeikontrolle ist ja im Großen und Ganzen, steht das ja auch im Zusammenhang mit dieser ganzen Bushido-Situation. Ne? Aber ich finde ja, das spielt eigentlich viel mehr in einen anderen Aspekt rein, der ja bei dir sehr wichtig ist, nämlich, dass du wahnsinnig oft auf eine gewisse Weise missverstanden wirst. Oder? Ja. Auch jetzt in dieser Unhate-Woman-Sache, wo dir eine Bedrohung ausgelegt wurde. Mhm. Denkst du da vorher drüber nach, dass du vielleicht dann Sachen sagst, die andere Leute falsch verstehen?
Oder? Ich denke zumindest, oder ich wünsche mir zumindest, dass selbst wenn es so eine Eskalation gibt, dass die Leute dann im Nachhinein, also es gab ja im Vorfeld diese ganzen Situationen, egal ob es jetzt Unnamed Woman war oder ob es jetzt die Bushido LKA Abu Chaka Situation war, und ich weiß auf jeden Fall, dass mir so oder so keiner zuhören wird, in dem Sinne, dass Leute die Hintergründe nicht verstehen und die Justiz und diese ganze Geschichte, die ist ja im Privaten, die ist im Hintergrund. Die Leute sehen nicht, was in den Gerichtssälen abläuft, da ist dann nur eine BZ-Reporterin, Bild-Reporterin, Anne Losensky, und die schreibt nur, was die Staatsanwältin möchte. Und ich wusste halt, dass dieses Ganze, dass ich im Fadenkreuz bin der Justiz, weil ich halt dem Arafat zur Seite stehe. Ich bin sowas wie einer der wenigen, der in der Öffentlichkeit gut über ihn redet, genauso wie Roos. Und ich wusste, dass deswegen der Fokus der Polizei und auch von einer gewissen Behörde, vom Rocker-Dezernat in Berlin, ist also ein bestimmtes LKA, also jetzt nicht ein normaler Polizist, der jetzt draußen Verkehrskontrollen macht, sondern von einer Hardcore-Behörde, ne, so die sich nur um OK, organisierte Kriminalität, kümmern, dass die mich auf dem Kicker haben. Und dann haben sie mich monatelang beschattet, haben Hausbesuchungen gemacht, haben Schikane betrieben, so würde ich das auch so nennen. Und das war dann die Spitze des Eisberges, wo ich dann halt auch auf der einen Seite gesagt habe zu meiner damaligen Freundin, film das mal. Das war ja, habe ich ja eher gesagt, zu meiner Sicherheit, weil ich Angst hatte. Aber zweitens natürlich dann auch diese Eskalation, die kam dann, weil ich wusste ganz genau, jetzt musst du mal ein Fass aufmachen und jetzt musst du mal den Leuten zeigen, was hier abgeht. Natürlich völlig unkontrolliert. Vielleicht merken dann Leute, was gerade mit dir gemacht wird. Und die Leute merken es nicht, sondern die Leute beziehen sich dann nur auf dieses Video und da kommt dann wenig Presse, da kommt dann wenig Boulevardpresse oder große Presse, die dann halt dann irgendwie dir glaubt, wenn du sagst, dass es ein riesen abgekatertes Spiel ist. Inwiefern ist das, was du als Kind erlebt hast, so die Motivation, das zu tun, was du jetzt machst, ne? Alles. Also ist alles. Die Frage war noch nicht zu Ende. Ach, sorry, es war eine Apposition, das kommt jetzt noch, geht noch, okay, weiter. Sorry. Ist heute noch in dir drin? Also du hast ja, ich habe überlegt, so was ist das eigentlich? Ist das Wut? Bist du wütend? Sehr wütend. Worauf, ja, bist du denn wütend? Und inwiefern ist das heute noch die Wut, die der Anfang deiner Karriere war oder die Idee, die du hast von Karriere? Hat sich gewandelt. Jetzt ist es vielmehr die Wut darüber, wie Leute die Musik sehen, die Szene sehen, mich als Rapper sehen. Da wird man wütend, wenn man sich so denkt, Leute sind auf der einen Seite voll begeistert von Rap und jeder will über Rap reden, aber keiner will Rap verstehen. Das ist so wütend, man denkt sich so, du hast da nur sensationsgeile Leute, die das alles in so eine Schublade packen. Aber bestimmt so Psychoanalyse jetzt, was meine Wut aus der Kindheit und sowas ist, und das habe ich für mich schon längst geklärt. Also aber in der Öffentlichkeit da jetzt so drüber zu reden, das ist so wie sich einen auf sich selber wichsen. So, ah, meine Kindheit so schlimm. Jeder hatte eine schlimme Kindheit, so denke ich mir. Oder viele Leute hatten. Du wertest unheimlich viel, ne? Sich einen auf sich selber wichsen ist scheiße. Für dich. Braucht keiner. Also am Ende ist ja auch hier gerade Entertainment. Also natürlich ist es auch, geht es um Inhalte. Aber es ist doch authentisch und du bist doch jemand, der authentisch sein will. Ja, aber dann muss jemand wie du kommen oder jemand anderes von mir aus auch, und der kann es gerne mit mir machen. Du kannst gerne mich analysieren und du kannst gerne bei mir hinterfragen. Damit habe ich gar kein Problem. Deswegen kann ich bei Steiger sitzen oder bei dir sitzen und kann mit dir über alles reden. Wo ist der Unterschied zwischen Frage stellen und analysieren? Wann fange ich an, für dich zu analysieren? Schlussfolgern möchtest für mich. Wenn du dir Gedanken machst, warum... Wenn ich Urteile über dich fällt. Nicht Urteile, sondern du versuchst nachzuvollziehen, warum ich so bin, wie ich bin. Und... Dann ist die Analyse ja erstmal okay, dann ist sie ja gestattet. Ja, genau. Und Analyse halt in dem Sinne halt auch guckst, woher, was sind die Gründe dafür. Oder hast du das Gefühl, ich stelle mich über dich. Ich mache mich lustig über dich innerlich. Ich denke das jetzt gerade nicht, aber im Vorfeld denken das bestimmt viele über dich und auch viele, was viele über mich denken. 100%. Oder ich führe dich vor... Das ist mir überlassen. Wenn man bei dir abkackt, wenn man bei dir nicht mitkommt, dann führst du einen vor, glaube ich. Also ganz ehrlich, ich respektiere dich sehr. Dankeschön. Und ich finde, dass du ein total interessanter Mensch bist und das, was du erzählst, hat Hand und Fuß. Ich stehe dir auch, sonst würde ich auch nicht wollen, dass wir ein Interview machen, ne? Ja, und ich habe überhaupt kein Interesse daran, mich über dich zu profilieren, sondern mich interessiert, was du sagst. Und ich glaube, du bist ein Mensch, der sehr viele unterschiedliche Seiten hat. Aber ich will die Seiten kennenlernen, die du nicht eingeübt hast. Also du bist jemand, der... Du wirst dich aber wundern, wie sehr ich selbst, also ich war zum ersten Mal in der Kindertherapie mit 7. Ich war zum ersten Mal. Du bist voll in der Therapiesituation gerade, Digga. Nein, ich will dir das so sagen. Privat, also mit 7 Jahren bist du ja privat. Du bist Kind, authentisch. Ich war zum ersten Mal in der Klapse mit 13. Das heißt, da geht's ja um Psychologie. Das heißt, auch die Sachen, die im Privaten sind, an die du ran möchtest, da habe ich gar kein Problem drüber zu reden. Da bin ich genauso geübt, aber leider. Wobei du aber auf mich eher so wirkst, als hättest du Angst davor. Nein, gar nicht. Frag mich, was du willst. Okay, dann wehrst aber jetzt auch nicht mehr ab.
Wer doch, ich will überhaupt nicht ab. Ja, nein, nein, nee, du kannst du nicht du damit. Du es nicht ab, du kannst dicht. Nein, ich mache nicht dicht. Dann bleib jetzt auf. Versprochen. Versprochen? Du auch? Du auch? Ich verspreche es auch. Okay. Du kannst mich auch alles fragen, ist kein Thema. Okay. Aber also in so einer Interviewsituation bin ich jetzt nicht, ich habe mir im Vorfeld nicht Gedanken gemacht, welche Fragen ich dir stelle. Ist scheißegal. Deswegen, wenn, wenn wir miteinander mehr privat abhängen, dann geht es voll los. Dann will ich sofort wissen, deine Eltern, deine Dings, deine Kindheit. So, ja, also. Ich sag dir, warum ich dir eine Frage gestellt habe. Du weißt ja, dass ich auch Künstler. Ich bin ja auch Musiker. Ja. Und ich weiß, meine Kunst funktioniert dann am besten, wenn sie eine Verbindung zu meinem Schicksal hat. Und die Gratwanderung ist immer, nicht zu viel zu zeigen und damit auch keine Lüge in den Raum zu stellen und sich zu vermarkten, als wäre man etwas, was man nicht ist, sondern so eine Mischung aus dem, was man sein will und was man war und was man sein kann. Das sind so drei Faktoren, die man so zusammenmischt. Und dann ergibt sich bei den Leuten ein Bild, das kann sich verselbstständigen, das kann zu einem Image werden. Und man muss sehr aufpassen, dass sich das nicht verselbstständigt. Dass die Leute plötzlich glauben, dass du etwas bist, was du gar nicht sein willst. Und bei mir löst das so eine permanente, das ist nicht unangenehm, aber es ist auch nicht angenehm, so eine Selbstkontrolle aus. Wenn ich mich dann in so Interviews sehe, dann gucke ich, bin ich das eigentlich, was ich da sage? Oder bediene ich da die Ansprüche von Leuten, deren Anerkennung ich will. Und deswegen habe ich dich das gefragt. Mhm. Überprüfst du das? Also mit jedem Album, das du machst, mit jedem Interview, das du gibst, überprüfst du dich? Bist du streng mit dir? Sehr streng. Sehr streng. Das ist ja, das ist die Disziplin, das ist auch eine Disziplin von im Leben klarkommen. Ich will eher nicht irgendwie was darstellen, wo ich dann nachts, wenn ich dann im Bett liege, weiß, das bin ich nicht. So, das machen viele und die fahren damit auch einfacher und haben auch mehr Erfolg. Und darum ist das für mich auch ein Alleinstellungsmerkmal. Ist auch für mich im positiven wie im negativen Sinne. Ich habe dadurch Nachteile, weil dann kommen mal so eine Videos raus oder ich habe eine Meinung zu irgendwas und Leute finden die Meinung kacke. Und generell, wenn Musiker in die Öffentlichkeit gehen und zu irgendwas eine Meinung haben, haben die ja immer Probleme dann. Am liebsten möchte die Öffentlichkeit, gerade heutzutage bei diesem ganzen Cancel-Culture-Thema und sowas, möchten die, mach mal deine Musik, sei mal nett. In der Musik kannst du dir auch ein bisschen was rausnehmen, aber geh bloß nicht als du als Person in die Öffentlichkeit und red dann noch darüber und sag deine Meinung. Dann hast du generell immer Probleme. Also fast jeder Künstler ist ja heutzutage so der Style, dass man, selbst wenn du dich verquatscht und danach sagst, war nicht so gemeint, wirst du ja gepiesackt für den Versprecher. Und und das ist natürlich eine Disziplin, da so ein bisschen immer die Waage zu halten, weil du gehst in die Öffentlichkeit und sobald du in die Öffentlichkeit gehst und sobald du Erfolg haben möchtest, kannst du natürlich immer ehrlich sein, wie so ein, ich denke da immer an, kennst du Russell Crowe in A Beautiful Mind, der Autist ist. Der ist ja, das ist ein realer Typ, der ist ehrlich. Der geht zu einer Olle und sagt, ey, wollen wir ficken? So. Und dann sagt die natürlich nee und gibt ihm eine Schelle oder ist sauer. Und das ist, und natürlich funktioniert die Gesellschaft, ist die nun mal so, und daran verzweifelt man auch oft, dass jeder spielt seine Rolle. Also in der Gesellschaft, jeder, die meisten Menschen sind Leute, die möchten anderen Menschen gefallen, weil sie natürlich Angst haben vom Alleine sein. Also ohne Öffentlichkeit, ohne jetzt Star sein, ohne Rapper sein. Jeder normale Bürger, gerade die normalen Bürger, alle gehen in die Öffentlichkeit und jeder sagt das, was der Nachbar denkt, damit es nicht knallt. So. Und ich finde, dafür bin ich schon, dafür lehne ich mich halt sehr weit aus dem Fenster. Also ist deine Wut auch immer so ein Kampf um Authentizität? Ja, mich fuckt die Welt ab, dass die Welt die Rolle spielt. Und die, vor allen Dingen, die Rolle ist voll abgedroschen, voll langweilig mittlerweile. Jeder hat den Zaubertrick mittlerweile schon gepeilt, aber die machen ihn nochmal. Das ist langweilig. Ist das in deinem Business dann der richtige Platz? Absolut nicht. In keinem Business. In keinem Business. Was müsstest du dann sein, um das besser zu erreichen, was eigentlich dein Anliegen ist? Naja, mein Anliegen ist nicht was zu, in dem Sinne nur Erfolg. Mein Anliegen ist ja Erfolg auf meine Art. Dein Ethos, ich meine deine Philosophie. Bist du im Rap gut aufgehoben, wenn du deine Philosophie vertreten willst? Ich wäre wahrscheinlich im amerikanischen Rap mehr angesehen. Ja, das glaube ich auch. Ja, ja. Das glaube ich auch. Das aber, ich halte dich auch für einen viel amerikanischeren Rapper, als du es hier bist. Ja, das ist ein Riesenkompliment und es ist ein. Ich darf seit 10 Jahren nicht nach Amerika einreisen, sonst wäre ich schon weg. Warum? Was hast du da angestellt? Da habe ich nichts angestellt, ich habe hier was angestellt. Ach, und dann darfst du nicht nach Amerika? Nein. Was ist das für ein Gesetz? Das ist die amerikanische Botschaft, die sagt, wir sehen, dass sie hier vorbestraft sind und so Leute kommen bei uns nicht rein. Okay. Du hast dann schon so ein paar Sachen auf dem Kerbholz, ne? Ich glaube, es liegt eher, ich habe nicht so schlimme Sachen auf dem Kerbholz, sondern ich habe ein paar Sachen auf dem Kerbholz und bin auch noch öffentlich. Mhm. Die Kombination ist in Deutschland scheiße. Bist du ein emanzipierter Mann? Ich glaube, ja. Ehrlich? Und aber auch ohne Rap. Ich bin es so, ich glaube daran. Was ist emanzipiert für dich?
Du bist eine Randgruppe. Ich oder der emanzipierte Mann ist der Macho-Mann, nennen wir es so, ist eine Randgruppe. Ach, du bist ein Macho-Mann, das ist emanzipiert? Ja, ich dachte, du meinst es jetzt gerade so. Ja, ich meine, du bist auf eine gewisse Art und Weise sehr eitel. Ach, so meintest du das? Ja, du hast sehr feminine Seiten an dir. Ja, meine Mutter war Schneiderin und deswegen und meine Mutter hat mich immer belohnt mit Klamotten. Ja, das heißt, wenn ich brav war, dann konnte ich mir die neue Tommy Hilfiger Jacke aussuchen. Emanzipation ist für mich erstmal, sich von traditionellen Rollenbildern zu lösen. Männer haben so zu sein, Frauen haben so zu sein. Ach so meinst du? Das meinte ich mit Emanzipation. Könnte sein, also könnte vielleicht so ein Angenweg dahin. Also ich, zum Beispiel, er macht es auf so eine, weiß ich, mit den Fingernägeln hin und her. Das wäre mir, also ich. So gay? Nein, ich, ach Quatsch. Ich mag Kontraste. Das heißt, wenn da irgendwas noch wäre, ich rede jetzt nur von Äußerlichkeiten, ja, irgendwas, was da wäre, was das bricht, dann ist es, das ist Rap. Rap ist zum Beispiel, da kommen halt Typen, die sehen aus wie die Hardcore-Gangster und kombinieren dann Klamotten und Mode, so wie sie nie ein Typ in Mailand kombinieren würde. Das ist der Twist, das hat viel mit Rap zu tun. Okay, du hast es aber jetzt anders verstanden und es ist auch gut, wenn du es anders verstanden hast. Du hast gesagt, nee, ist aber egal, ja. Du hast gesagt, emanzipiert ist für mich, dass ich zu meiner Männlichkeit stehe. Oh, Tusha, ich stehe so sehr zu meiner Männlichkeit, dass ich einen pinken Pulli anziehen kann und dann auch nicht sage, wenn dann Leute zu mir sagen, das sieht ja gay aus oder schwul, dass du einen pinken Pulli trägst, du bist auch nicht mehr ein Mann mit einer schwarzen Lederjacke. Und dieses Spannungsfeld zwischen ich bin gay oder ich bin Sexist, ist das, wenn man Rap macht, nicht permanent anwesend, dass man, wenn ihr eure Alben macht, müsst ihr darüber nachdenken, was ihr sagt? Die Leute möchten das, wir machen es aber nicht. Und das heißt, das, was in dem Moment in deinem Kopf ist und das, was du rausschießt, bleibt auch auf dem Album. Ja, ich kann es auch begründen, warum. Wie viele Instanzen sind dazwischen? Keine. Niemand kann mir das sagen. Das heißt, du bist grenzenlos kreativ, ja. Und du vervielfältigst das, ohne Angst davor zu haben, dass du missverstanden werden kannst. Oder du nimmst in Kauf, dass du missverstanden wirst. Ich nehme es in Kauf und natürlich kennt man sich mittlerweile ja auch manchmal mit gewissen Sachen aus, die man sagt, wie Leute reagieren. Und wenn es dann banal wird oder wenn wir keinen Bock auf diesen Punk haben, dann lassen wir es auch bleiben. Aber nicht, weil wir Angst haben vor Stress oder weil wir Angst haben vor Kontroverse, sondern weil wir einfach sagen, die Leute kannst du eh nicht bekehren oder die kannst du nicht umerziehen oder die kannst du das nicht erklären. Die machen das so, die denken das so, die werden uns immer unterstellen, dass wir das sind. Das wirst du nicht ändern können. Wenn du es machst oder wenn du es weglässt, aber der Zaubertrick ist durch. Weißt du, ein bisschen so, es gibt aber auch zum Beispiel das neue Album, heißt ja CCN und eigentlich heißt CCN Carlo Cooks Nutten. Das war der Originaltitel und ich musste mir einen neuen Namen ausdenken für die drei Buchstaben und deswegen Cancel Culture Nightmare. Und Cancel Culture Nightmare ist so der ein noch besserer Titel für CCN und wenn du dein Album Cancel Culture Nightmare nennst, dann hast du auf jeden Fall schon mal eine Fahrtrichtung. Ist das der richtige Weg, wenn du jetzt deine Wut sozusagen kanalisierst und neue Wut erzeugst? Ist das nicht etwas, was dich permanent selbst befruchtet und am Ende kommst du aus dieser Mühle nicht raus? Nee, weil... Wäre es nicht besser, dann so von Liebe, Zuneigung, also Zärtlichkeit und Frieden zu singen? Kann einer zumachen, langsam ist kalt, bitte, danke. Also wenn wir morgen nur über rosa Elefanten rappen, wird die Welt keine bessere Welt. Meinst du? Nein. Warum nicht? Weil es zum Menschsein dazugehört, sozusagen. Aber eigentlich ist es doch das, was du willst. Eigentlich Nein. willst du doch so wie jeder Mensch geliebt werden, oder nicht? Willst du gehasst werden? Nee, ich will nicht geliebt werden, auch nicht. Ich will verstanden werden. Liebe ist eine Form von Verständnis. Ja, aber also verstanden in dem Sinne, dass man sagt, ich finde es nicht richtig so, wie er ist, aber ich verstehe es. Mhm. Ja, ist ja auch ein Unterschied zwischen Akzeptanz und Toleranz. Echt? Na klar. Die reden alle von Toleranz. Das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Ja, ich meine nur, das ist so, ist nicht dasselbe. Natürlich ist es nicht dasselbe, ja, klar. Aber es verwechseln viele. Aber verstehst du, was ich meine, wo ich nicht will? Ja, aber das ich will ist dich nicht einfach nur, ich will dich nicht provozieren, sondern ich will versuchen, in dir eine Denkrichtung zu erzeugen. Ich verstehe genau das, was du sagen möchtest. Das funktioniert. Aber wäre das nicht der absolute Knaller, wenn du mit allem brichst, was du bisher gemacht hast? Nächste Album, rosa Cover und du singst wirklich nur noch über Elefanten? Oder du singst ja nicht, du rappst. Kannst du bitte das lassen, mir sind. Entschuldige bitte. Scheiße zu pusten. Kann er nachfüllen? Das ist auch geil, dass ihr alle diese Teile raucht und nicht echte Zigaretten. Also, ihr schießt euch in die Knie, aber ihr raucht E-Zigaretten. Das ist auch so. Ich rauche auch Shisha, aber ist jetzt leider Tabak. guck mal, also die ersten Songs, für die wir ja, also ist jetzt wie im Kindergarten, aber wir müssen das mal so. Der hat angefangen, so müssen wir bitte mal erklären. Bitte erzähl ja. Also du musst mich aufklären. Wenn ich als kleiner Heimjunge
dann später Rapper werde, mein Ding mache, Mucke mache und dann über Studenten rappe. Ihr scheiß Studenten und ihr scheiß, oder auch gegen, auch Songs rappe gegen irgendeine Olle, du blöde Schlampe, du wolltest mich nie, ich war dir nie gut genug, so eine Filme, ja, so. Dann haben diese Leute mir was getan. Dann sind es nicht die Leute, die mir was getan haben, die Welt, sondern ich rede konkret über die Frau, über den Typen. Das sind persönliche Themen. Dann kommt die große Meinung, interessiert sich für meine Musik. Ich habe die dazu nicht gezwungen, dass sie sich für meine Musik interessieren. Und sage mir dann, ja, du meinst ja mit diesem Song mich. Oder den, oder den, oder den, oder den. Und da ist erstmal schon mal ein Verständnisproblem. Die peilen nicht, dass ich meine nicht die Frauen oder die Männer oder die oder das. Ich meine spezielle Personen. So. Diese Personen haben mir was getan. Ich gehe nicht zu diesen Leuten hin und hau ihnen auf die Fresse. Aber du bist so hinterhältig, dass du sie ihnen auch nicht ins Gesicht sagst. Doch. Warum ja. Rappst du es dann auf einem Album? Weil es gemeiner ist. Weil es eine Waffe feige ist. Nee, feige ist es nicht. Weil alles, was ich rappe, sage ich demjenigen ins Gesicht. Vorher? Vorher und nachher. Hm. So. Wenn ich dann diesen Wenn ich jetzt hier rausgehen würde, ne? Und du fandst mich irgendwie unsympathisch. Dann sage ich dir jetzt gleich sofort. Wenn okay, ich bitte sag das gleich. Sag ich ja den Bullen ins Gesicht. Ja, Moment, Bullen sind anders als Herder. Das ist ein Unterschied. Oh. Ich bin eine andere Instanz. Ne, du kannst mich bitte nicht mit Bullen vergleichen. Um das abzuschließen, guck mal. So, das heißt, wäre doch cool von den Leuten erstmal zu fragen, warum, was haben dir denn die Leute getan? Macht ja auch keiner. So, und natürlich, wenn du dann Erfolg hast mit der Musik und Leute sich dafür interessieren und andere Leute deine Fans werden, weil sie dieselben Probleme haben, dann entsteht da drin eine positive Sache. Das ist eine gute Sache. Ja. Leute, renne nicht rum und muss Scheiße bauen oder muss kriminell werden. Ich mache meine Musik, lass da meine Sachen raus, lass da meine Themen raus. Und am Ende wäre es ja von Medien und von der Öffentlichkeit, wäre es ja auch mal cool zu verstehen oder das Interesse wäre wichtig von den Leuten, mal zu fragen, warum sind die denn so, wie sie sind. Aber das machen sie nicht. Sie verurteilen uns, sagen, wir rappen das ja eigentlich, weil wir sie meinen und kreieren dann irgendwie einen Streit. Und natürlich sind wir die Letzten, die dann halt aufgehen und sagen, oh, jetzt ist hier Streit, jetzt ziehen wir den Kürzeren. Nein, dann gehen wir dann auf den nächsten Streit ein. Du bist eigentlich auch mutig, ne? Also in deinem Selbstbild bist du sehr mutig. In meinem übrigens auch. Ich kann sein, ja. Also aus Wut wird Mut, kann man sagen. Ja. War mega Line, oder? Mega Line. Kommt die ins Album? Nein. Die ist so wirklich ist ein einsilbiger Reim. 70, Dieter ist, Thomas Heck. Ist ein einsilbiger Reim, den Rapper nehmen keine einsilbigen Reime. Das ist ein bisschen komplizierter. Das noch. Musst du mir nachher sowieso erklären. Ich will ein bisschen lernen auch von dir. Bringst du mir das ein bisschen bei? Weil ich bin der schlechteste Gerne. Rapper der ganzen Welt. Glaube ich nicht. Das wäre jetzt ein Superlativ, aber ich bin noch nicht mal das Superlativ. Ich glaube, der Inhalt wäre krass bei dir. Die Reime halt nur nicht. Aber es Reime kann ich gar nicht. Reime kann ich gar nicht. Reden wir gleich drüber. Mhm. Ich will mit dir noch aus dem Mikro in den Makrokosmos gehen. Ich glaube, du bist auch ein sehr politischer Mensch. Also ich glaube nicht, dass du politisch im Sinne von Parteipolitik bist oder eine Meinung zu tagesaktuellen Dingen hast. Aber ich glaube, du hast einen politischen Anspruch. Das habe ich nämlich auch im Steiger-Interview gesehen, als es um die Verschwörungstheoretiker ging, wo du ja relativ plausibel argumentiert hast. Und ein Teil deiner Argumentation ist ja sogar heute wahr geworden. Damals haben ja alle gesagt, ey, die haben alle einen Dachschaden, wird es nie geben, Impfpflicht. Heute reden die darüber. Und es ist so klar, dass die zum Teil offen gelogen haben, dass die das versuchen, unter den Tisch zu kehren und sagen, jeder, der das jetzt sagt, der ist sofort ein Nazi. Ist diese, ich will ein einfaches Wort benutzen, aber ist diese Diskursfreiheit, also das offene Diskutieren, ist das für dich noch gegeben in Deutschland? Nein. 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 Alles? Aber bleiben schon, wir da stehen? Aber schon länger nicht mehr. Also für uns ist es nichts Neues. Für mich ist es seit 2001, seitdem ich mein Album, seit 2003 mein erstes Soloalbum hieß Neue Deutsche Welle. So. Da hat man dir so ein bisschen Nazi-Tendenz vorgeworfen, ja, ne? Da konnte ich mit den größten Kennex im Video repräsentieren und konnte denen erklären, es hat ein bisschen was damit zu tun, wie der Deutsche in Schöneberg rumläuft und nicht in Lichtenberg oder in Dresden so. Dass es da auch wieder der Kontrast ist, haben die nicht verstanden. Kannst du den Vorwurf, diesen latenten Vorwurf, Nazi zu sein, argumentativ entkräften? Kannst du das beweisen, dass du es nicht bist? Wer mich anguckt und das irgendwie denkt, der muss von einem anderen Planeten kommen. Das ist bescheuert. Ja. Da kann man nicht so sehr. Kann man das überhaupt entkräften? Ich krieg den Vorwurf zum Beispiel auch. Ja, und ich habe 6 Jahre, du hast eben gefragt, 1500 Aufführungen, jeden Tag dreimal vor 200 Nazis gelesen, die mich umbringen wollten. Deswegen habe ich übrigens auch nicht so eine Angst vor deinen Stichen. Ich habe schon Schlimmeres erlebt. Ja, du hast dann aber auch einen Feierabend. Das ist nicht dasselbe. Haben die dich weiter verfolgt? Die haben mich ganz schön gefickt, Alter. Okay, okay. Und zwar richtig. Also in meiner Welt
wo, wenn ich unterwegs bin, habe ich so viel, bin ich als Deutscher, meiner Meinung nach, habe ich einen Nachteil. So. Und das wollte ich eigentlich mit dem Album sagen. Mhm. So, und wenn, aber du hast auch eine Affinität zu Türken zum Beispiel. Ne? Du hast ja eben gesagt, bist du wirklich türkisch halb? Nein, ich bin nicht türkisch halb. Also mein Onkel ist Türke. Dein Onkel ist Türke? Ja, mein Oma hat zweimal geheiratet. Also einmal du meine, keinen Blutsverband? Nein. Und deine Familie kommt aus? Meine Mutter kommt aus der DDR, ist geflüchtet über die Türkei. Und mein Vater ist auch Flüchtling aus der Türkei damals gewesen. Und mein Stiefvater ist auch Deutscher. Die Ossis konnten über die Türkei flüchten. Ne? Die hatten ein Abkommen. Ja. Weißt du, dass die Türken in West-Berlin dann in den Osten gegangen sind, um die Frauen zu bumsen? Kann sein. Daher, die konnten ohne Visum nach Ost-Berlin. Und es gibt 8000 uneheliche Kinder aus türkisch-ostdeutschen Beziehungen. Wahnsinn. Du könntest eins davon sein. Könnte sein. Ich bin dein Vater. Ja. Wie ist mit der Corona-Politik? Was ich davon halte? Wir sind alle geimpft und wir haben auch Masken an und wir haben auch Tests gemacht. Ja, da genau dasselbe. Es gibt die Politik, es gibt die öffentliche Meinung, es gibt die Menschen, die Angst haben anzuecken und natürlich auch viele Leute haben Angst davor, im normalen Leben nicht mehr zu funktionieren oder eingeschränkt zu werden. Ich bin also jetzt, wenn du mich persönlich fragst, wie ich damit klarkomme, ich komme super damit klar, weil ich habe halt auch ich bin isoliert. Immer schon gewesen. Also ich gehe da, wo ich essen gehe, da lässt man mich auch so rein. Wir sind hier im Raum mit 8 Leuten und du sagst, ich bin isoliert. Mein Leben ist so geil. Mein Leben, wie ich mein Leben lebe, ist sehr, sehr ego-isoliert. Ja, bist du introvertiert? Na, nee. Was machst du, wenn du alleine bist? Nein. Warum fragst du ihn, ob du introvertiert bist? Andere Leute sollen mir sagen, wie ich bin in dem Augenblick. Du sollst mir sagen, ob du introvertiert bist. Ich bin, wenn es sich gerade nicht um Rap dreht und ich privat irgendwo bin, dann gucke ich schon mal eine halbe Stunde die Wand an. Ja. Oder liest du Mickey Mouse Bücher oder sowas? Lesen mache ich nicht gerne. Ich hasse Lesen. Ich kann mich nicht konzentrieren. Ich muss Hörbücher. Ich kaufe mir die Hörbücher. Aber Comics muss man ja nicht viel lesen. Kann man Comics habe ich nie gelesen. Hast du ein Hobby? Shoppen. Shoppen und man könnte das. Bist du die Shopping Queen? Ja. Ich würde dem gerne mal sagen, wie man sich richtig an. Wie heißt der? Guido Kretschmer. Guido Kretschmer, der sieht aus wie P&C. Aber heutzutage. P&C Schaufensterpuppe, Alter, immer dieselbe Jacke. Was kaufst du denn, wenn du shoppst? Mode mal, also Marken, Klamotten shoppen. Wie Klamotten hast du? Schwer zu zählen. Ich kann dir so Summen sagen, die ich ausgebe im Monat. Belastet dich das nicht? Wenn du so viele Klamotten hast, musst du die auch tragen. Ich verschenke die danach wieder. Ich trage es immer nur einmal oder zweimal für ein Outfit. Entweder für ein Foto oder für ein Videodreh oder wenn ich in einem Interview sitze und danach wirst du mich nie wieder mit der Klamotte. Bist du ein großzügiger Mensch? Ja. Wenn wir essen gehen, lädst du mich ein? Nicht grundlegend, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt jemanden einladen, aber bei uns zahlt immer nur einer. Und bist du auch genau? Also wenn du merkst, dass sich jemand verarscht, dass du sagst, pass auf, Digga, du zahlst jetzt selber? Also kannst du nicht. Nee, dem gehe ich gar nicht erst essen. Also du hast auch ein Gespür dafür, ob Leute dich abziehen. Ja, das musst du ausnutzen lassen kann man sich nicht. Und sind viele Leute in deinem Umfeld, die dich abziehen wollen? Nein, weil ich habe kein großes Umfeld. Du hast kein großes Umfeld? Nein. Warte mal, wie stelle ich mir das denn vor? Du lebst alleine? Nein. Nee, ich habe. Was ist das mit dem Rauch? Entschuldige bitte, ich spuck jetzt in seine Richtung. Entschuldige bitte. So eine. Bist ja so empfindlich. Das ist dasselbe, ne? Ja. Ich muss gerade mal ein bisschen in dein Glas. So ist schön. So ist viel besser. ein kleines Umfeld, aber ein wichtiges Umfeld. Aber Hobby ist nur Shoppen. Und ich gehe sehr viel zum Sport. Ja, sieht man. Du gehst auch pumpen. Ja. Kannst du anderen Sport? Tennis, Fußball, Basketball? Nee, gar nicht. Ich habe viel Basketball gespielt in meiner Jugend. Aber da wollte ich auch wieder Basketball, NBA-Star werden und so ein Scheiß. Und im Studio bist du aber ein Profi. Wo ist das Studio? Unten im Keller. Und da bist du Produzent auch der Alben? Ja. Und dieses ganze Wissen, schneidest du das auch alles und machst das alles? Ich könnte das selber, aber ich habe einen Produzenten, der auch sehr fleißig ist, der auch dieselbe Arbeitsmoral hat wie ich. Das hat auch Jahre gedauert, so jemanden zu finden. Und der ist so wie eine ausführende Kraft oder teilweise auch er selber kommt mit krassen Sachen. Mit was für einem Label? Ich bin eigenes Label. Du hast ein eigenes Label. Ich bin nur mit Vertrieb bei Universal. Und das heißt, wenn du eine Intuition hast, du willst ein Album machen, sagst du so, wir machen jetzt Album, dann rufst du Bas Sultan an. Ja. Oder wie kamst du der Kooperation? Wir sind Kindheitsfreunde. Also jetzt im Moment seid ihr noch Kindheitsfreunde. Nee. Nach den Erlebnissen, die ich jetzt geschildert bekommen habe, seid ihr nächste Woche ja verfeindet. Nee. Nee?
Nee. Das geht doch schnell bei euch. Das geht schnell bei uns, aber was uns natürlich verbindet, ist, dass wir, also mit 7 Jahren waren wir zusammen bei seiner Mutter, bei ihm zu Hause. Sein älterer Bruder hat mir die ersten Hip-Hop-CDs gezeigt. Aber war doch mit Bushido auch so, oder? Hat mir Band erzählt. Ja, mit Bushido war das, da war ich so 15, 16 fing das an. Aber ihr wart auch Freunde. Sehr enge Freunde, wie Brüder. Schämt ihr euch nicht, öffentlich euch zu streiten? Ich habe mich lange Zeit geschämt dafür. Man kann doch den anrufen und sagen, ey Digga, lass mal normal miteinander umgehen. Das kannst du bei jedem machen, nur nicht bei ihm. Das könntest du bei jedem Menschen machen. Ich habe ihn mal kennengelernt, ne? Und auf mich hat er so einen Eindruck gemacht, der war unglaublich unsicher. Du bist zum Beispiel normal. Du bist nicht, ne, weder übermäßig selbstbewusst noch unsicher. Aber bei dem war ich echt erstaunt, wie unsicher der war. Der guckt dir nicht in die Augen. Dann hat er so 4, 5 Leute um sich rum, die der permanent beobachtet, so dass du das Gefühl hast, die geben dem Anweisungen, wie er sich zu verhalten hat. Aber das nicht in die Augen gucken macht er aus einem anderen Grund. Weil der schwul ist? Nein, er würdigt dich nicht seiner Blicke. Das hat mich schwer getroffen. Das ist mir jetzt erst aufgefallen nach 10 Jahren. Ich kann dir gerne das Buch zeigen, ich kann dir gerne die Bücher geben, dann liest du das mal, was er befolgt. Der denkt, ich hätte es nötig, dass er mich eines Blickes würdigt. Ja. Das ist cool. Als Bushido. Ich glaube eher, dass ich ihn dadurch, dass ich ihn angucke, entwürdige. Du bist doch gesund in der Birne. Warum wird Bushido, warum ist der so wichtig? Das Glas hier ist wichtiger als Bushido. Das haben 20 Jahre lang, haben wir das auch probiert, den Leuten zu sagen, hat keiner zugehört. Kann man dem nicht eine Therapie spendieren? Der ist in Therapie jetzt. Nee, aber man spendiert dem eine, bei der man selbst bestimmt, worüber er zu reden hat. Ja, das wäre schön. Da geht er ja hin und erzählt dem die gleichen Märchen wie ein anderer. Ich glaube ja, dass es nicht so einfach ist bei jemandem, der wirklich von klein auf ein Psychopath ist. Ich glaube, dass da was im Gehirn, ich glaube, dass man das nicht therapieren kann. Bist du mit Abu Chaka befreundet? Mit Arafat, ja. Arafat ist der Chef von Abu Chaka? Nee, Nasser ist der Chef. Das sind Libanesen, ne? Ja, aber Nasser ist der Chef. Also Nasser ist der ältere Bruder. Kannst du mir ein libanesisches Gericht nennen? Irgend so ein Köfte. Köfte, du Penner. Das ist türkisch. Ja, aber die nennen es auch Köfte. Adana, nee. Nein. Was essen wir denn da? Kibbeh ist, das ist die gefüllt mit den Pinienkernen. Okay, aber die nennen es wahrscheinlich bei sich nicht so, weil es nicht kommerziell ist. Baba Ghoush gibt es zum Beispiel. Ja, bei Papa Ari kann man alles bestellen, aber wahrscheinlich heißt Libanesen sind sehr interessante Menschen. Wusstest du das? Palästinenser. Das sind Palästinenser außerdem. Aber die sind Palästinenser, aber Palästina, Libanon, das ist nah beieinander. Und kennst du Haschemiten? Sorry. Nein, ich bin da nicht drin in diesem... Die haben meistens zum Beispiel Libanesen, Syrer haben meistens blaue Augen. Und das ist eine ganz eigene, Kultur. Das sind keine Araber. Okay. Und die Libanesen, die ich kenne, in Düsseldorf, wo ich gewohnt habe, die nennt man hier Clans, was ja sehr... diskriminierend ist, weil das so suggeriert, ja, die hängen immer aufeinander, Familien, die verteidigen sich. Die sind auch ein Clan von 9 Leuten übrigens. Ja, Moment, aber das kommt ja daher, was ja hier verschwiegen wird. Könnt ihr hinten mal ein bisschen ruhig sein? Was aber zum Beispiel verschwiegen wird, ist ja, dass diese Ghettoisierung der Minderheiten in Deutschland nicht von den Leuten kommt, die die Minderheiten sind, sondern das kommt von den Behörden. Die haben zum Beispiel in meiner Heimatstadt, wenn ich ins Ausländeramt gegangen bin, haben die gesagt, zieh doch zu deinen Leuten. Und später haben sie das Parallelgesellschaft genannt. Oder in Neukölln, Kreuzberg. Das basiert bei den Deutschen darauf, dass das als eine deutsche Tugend ist, in Reihe und Glied zu stehen. Das bedeutet, in dem Augenblick, was die deutschen Behörden oder die deutsche Öffentlichkeit ja an den Clans am meisten stört, sind ja nicht die kriminellen Sachen. Ist ja Blödsinn. Sondern? Das Auftreten. Dass die selbstbewusst sind und sich nicht einschüchtern lassen. Genau, dass sie ja nicht in Reihe und Glied stehen. Dass die dann sagen, daher kommt ja dieses, was guckst du so? Weißt du noch, damals hat jeder verarscht, was guckst du so? Das kommt, weil wenn da ein Deutscher, hier, wenn ich jetzt hier in Grunewald rausgehe aus dem Haus, dann kommt halt die Oma, die Nachbarsoma und guckt so. So. Was will sie mir damit sagen? Es gehört sich nicht so, wie ich bin. Aber du bist doch Deutscher. Ja, ich fühle mich gar nicht als Deutscher. Bist du Nationalist? Niemals. Liebst du Deutschland? Niemals. Hast Deutschland. Du Deutschland? Ja. Warum? Weil Hip-Hop, und ich bin mit Hip-Hop aufgewachsen, ist nur Hip-Hop-Kultur. Es gibt nichts, was weniger kompatibel ist als Deutsche und Deutsche und Hip-Hop-Kultur. Aber du machst deutschen Hip-Hop? Meinen deutschen Hip-Hop mache ich, ja. Warum machst du es nicht auf Englisch? Weil es peinlich wäre als Deutscher. Ich würde gerne mal ein englisches Album von dir hören. Ich kann auch kein so gutes Englisch. Warum wusste ich das? Ich wusste das nicht. Weil du weißt, dass ich nicht in der Schule war. Was kannst du? Was kannst du, was ich nicht weiß? Kannst du irgendwas, was ich nicht weiß, außer an diesem scheiß Ding die ganze Zeit zu ziehen? Was kann ich, was du nicht kennst? Jonglieren. So Hobby, so hobbymäßig. Kannst du kochen? Nee, ich bin ein super ungeduldiger Mensch.
Mann, ey, du bist ja, was ist denn deine Qualität dann? Außer, dass du ein paar Sachen redest und ein Mikro ist an. Scheiße, Dicker. Weiß ich nicht. Kann dir viel beibringen über Sachen. Willst du übrig bleiben, wenn du irgendwann tot bist? Willst du das, was von dir übrig bleibt? Da bleibt du willst verschwinden. Übrig. Da bleibt nichts übrig. Doch, da bleibt was übrig. Ja, was Leute dann über mich reden? Wäre es das Einzige, was du willst? Ich will das gar nicht. Was willst du denn? Willst du das, was übrig bleibt? Nö. Du willst einfach gehen. Ich habe nicht so viel Hoffnung in die Menschheit, dass diese am Ende, ich lege keine Hoffnung in die Menschheit, dass die darüber nach, also dass die dann mich versteht, wenn ich gegangen bin. Das passiert zwar oft, so wie irgendwelche Rapper, die dann sterben, dann redet man dann am Ende gut über die, weil sie endlich weg sind. Ich lege da aber keine Hoffnung in die. Ich habe das noch nicht verstanden. Ich habe noch nicht verstanden, warum jemand, der introvertiert ist, gleichzeitig sagt, mir ist das egal, wie ich wahrgenommen werde, dann Alben macht, die gekauft werden und sich in der Öffentlichkeit ausdrückt. Da fehlt mir das Bindeglied. Was verursacht, dass du dich in der Öffentlichkeit ausdrückst? Weil es stört dich, es macht dich wütend, du kriegst Reaktionen, auf die du keinen Bock hast. Mach das doch ohne, dass du die Alben veröffentlichst. Das Geld, weil du shoppen gehen willst. Geld ist auch Frieden. Wenn man Geld hat, dann hat man mehr Freiheiten und hat Frieden und man muss sich über weniger Sachen Gedanken machen. Aber mir macht ja die Musik, es macht mir ja Spaß. Also die Kunst macht mir Spaß. Bist du eine Nutte auch ein bisschen? Wie er das immer wieder sagt, um das zu provozieren. Ich habe Nutte gesagt. Du bist eine Nutte, hast du verstanden? Du bist hier die Nutte. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Nee, Nutten, Spaß? Nutten, klar, Nutten, sehr schön aufgestanden. Nee, also wenn man ja eine Sache machen müsste, die man nicht möchte, dann prostituiert man sich. Ich liebe ja die Kunst, ich mag ja rappen. Lass mal über Kunst reden. Ich glaube, das Kunstverständnis ist noch ein Thema, oder? Du hältst Rap nicht für Kunst. Doch, ganz ehrlich, pass auf, jetzt blamiere ich mich bei dir voll. Also ich habe Schlagzeug studiert, ne? Und studiert? Meiner, ja, ich bin Orchestermusiker. Mein Produzent ist auch Schlagzeuger gewesen. Ich habe das studiert. So, okay. Und ich habe 8 Stunden am Tag Schlagzeug gespielt. Ich kann alles, was du willst. Phil Collins ist King, wa? Mit Schlagzeug. Phil Collins ist mega. Also es ist ein außergewöhnlich guter Schlagzeuger. Aber es gibt natürlich auch so Filigrantechniker. Ich stehe nicht auf so Leute, die alles können. Ich mag das, wenn die geraden Beat spielen. Ein Style haben. Tight ist, genau. Ja. Stuart Copeland von Police zum Beispiel ist mega geil. Krass. Ja. Und ich habe irgendwann, haben wir so eine Session gehabt mit Rappern, die kennst du auch, Renee, MC Renee kennst du wahrscheinlich. MC Renee. Genau. Ja. Retro-Gott und so. Und die sind ja ganz, ist eine andere Liga, glaube ich, oder wie stehst du zu denen? Ich kenne MC Renee persönlich, wir haben uns kennengelernt damals. Ist natürlich eine ganz andere Art von Musik. Genau. Genau, aber super lieber Mensch. Absolut. Ich mag den auch total. Ja. Und der ist, Alter, der Freestyle hat, King, oder? Ja, und vor allen Dingen, Hengst. Der hat mir einen Song damals gezeigt, den hat er nie rausgebracht. Einen ganzen Song ohne Reime. Er hat extra einen Song gemacht, wo er nicht reimt. Das könnte ich auch. Genau, aber er hat es so krass gemacht, dass du dieses anders sagst. Das ist besonders gewesen. Weil das ist ja die Kunst, die er hat, ist sowieso, der kann mit Sprache umgehen wie mit einem Flummi. Du gibst dem was und der macht daraus was. So, dann haben wir eine Session gemacht. Und wenn du Schlagzeuger bist, sag, wenn ich zu lange rede, ich will nicht totlabern. Nein, das ist gut. Als Schlagzeuger übst du halt immer tight zu sein. Genau, ne? Du hast ein Metronom und du spielst immer so tight, dass du verrückt wirst davon. Und dann haben wir eine Session gemacht und der war so in meinem Gefühl so untight, so, dass ich dachte, Alter, was macht der da? Der ist nicht auf dem Beat und so. Und das ist die Kunst bei Rap, das kann ich nicht, dass du wie so ein Kaugummi zwischen den Gelenken, so wie so eine Flüssigkeit, du bist nicht auf dem Beat, du bist nicht neben dem Beat, aber du ziehst den Beat. So das ist eine Stilfrage, also es gibt Rapper, die machen so Jay-Z-mäßig, so die sliden so in den Beat und. Oder Snoop, ey, Snoop ist doch Wahnsinn, ist doch, ja, Snoop ist lebendiges Kiffen. Ja, aber Snoop lebt von der Attitude, von der Art, wie er es sagt. Es geht nicht darum, was er sagt und wie er es schreibt, sondern nicht was er sagt und wie er es schreibt, sondern wie er es ausspricht, wie er es performt. Mhm. So, dann gibt es aber Rapper wie Eminem, die sind Schlagzeug, die sind immer am Raster. Tacka, 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 die sind drauf, oder? Naja, du hast ja einen Takt. Ein Takt besteht so bei Wörtern so aus 12, 14 Silben. Dann hast du den Reim, wenn der Reim gut sitzt, das ist 3 Silben. Dann nimmst du die 3 Silben, die sind am Ende vom Satz, weil da der Reim ist. Das ist jetzt so die Einsteigerschule. Und dann reimst du den Satz, also dann rappst du den Satz und der Reim wird teilweise etwas schneller ausgesprochen als der ganze Satz. So technisch ist das? Ja, aber später geht das in Fleisch und Blut über. Okay. Also das heißt, du performst den Satz, den bringst du ins Timing, du schreibst die Wörter so, dass du sie locker aussprechen kannst. Den Reim betonst du ja natürlich ein bisschen, weißt du? Und
dann hast du den zweiten Satz, dann machst du das dann auch. Und komplizierter wird es halt, wenn du in dem Satz dann halt Reime packst. Das heißt, mhm, der ganze Satz reimt sich dann irgendwann. Mhm. Und das ist, und bei MC René und bei diesen ganzen anderen Leuten aus der Anfangszeit von Deutschrap, die haben nicht so sehr dieses Studio-Denken, dieses, dass das am Ende auf Platte ist oder auf CDs oder im Streaming, dass der Song am Ende, dass der Rap mit dem Song nicht mehr zu trennen ist. Sondern die kommt viel aus dieser Freestyle-Battle-Schule, aus diesem irgendwo an der Ecke stehen oder jetzt mit dir Jam und Party machen und locker rappen. Und dadurch haben die diese Disziplin nicht so verinnerlicht. Mhm. Das ist von Rapper zu Rapper Unterschied. Es gibt Leute, die können es besser, Leute, die wollen es auch gar nicht. Es gibt Leute, die sind super ignorant. Weil in dieser Rap-Welt gibt es ja dann wieder Leute, die sagen, ich möchte nochmal ignoranter sein als der Rapper, der es macht, so wie man es macht. Verstehst du? Mhm. Es ist wie, wenn du jetzt sagst, okay, da gibt es Schlagzeuger, die studieren es, und dann kommt irgendein cooler Typ und er sagt einfach, ich mache meinen Style, ich mache das so, wie ich das möchte. Und das ist genauso auch im Rap, aber in erster Linie sollte man schon Timing haben. Also wir Berliner, wir achten viel auf Timing, viel auf Aussprache und weniger auf Reime. Reime sind uns. Du sagst, wir Berliner, es gibt lokale Unterschiede. Ja, sehr starke, sehr starke. Also Hamburger rappen anders als Berliner, ja, und Stuttgarter ganz anders. Ja. Was ist im Moment die Hauptschule des, also die große Schule des Raps, nicht die Hauptschule? Berlin ist schon immer seit der Agro-Zeit eigentlich, könnte man sagen, das Imperium. Das Imperium? Ja. Was ist so, was mit Edgar Wasser, kennst du den? Nein. Wer ist kennst du Edgar Wasser nicht? Nein. Sehr verkopfter Typ. Rapper? Rapper, ja. Auch sehr, Münchner, ne? Ja, auch dieses sehr Freestyle-mäßige verinnerlicht. Hat sehr von diesem, also diese Flows erinnern mich auch sehr an MC René, also, aber auch sehr untergründig. Also der legt da auch sehr viel Wert drauf. Was ist dein Genre? Genre? Von Rap? Gangster-Rap? Ja, ja. Gangster-Rap? Ja, Gangster-Rap? Hm. Gangster-Rap? Echt? Ja. Okay. Also, wann ist man Gangster-Rapper? Wenn du Rap Sachen rappst, die um dein Leben sich drehen, um die Straße. Und Elektrozigaretten rauchen. Elektrozigaretten, die harten Content bringen, die kompromisslos sind. Okay, ich komme zu dir ins Studio. Du kannst kein Gangster-Rapper sein. Warum denn das? Weil du hast das Leben nicht gelebt. Alter, du kennst mich nicht. Du hast das Leben nicht gelebt. Du bist keiner von uns. Du bist doch kein Berliner. Weißt du, du kannst so viel von mir lernen. Woher kommst du nochmal? Wenn du mich benutzen könntest. Wo kommt der nochmal her? Als ein Gehilfen für deine Unzulänglichkeit. Hör mir zu. Düsseldorfer Rappen wie Farid Bang. Hör mir zu. Jo. Wenn wir könnten Partner werden und ich könnte dir Dinge verraten, die du nicht weißt. Über Rap? Über dein Leben. Ja, das hat doch nichts mit Rap zu tun. Leben und Rap ist das Gleiche, du Idiot. Nein, nein. Dann wirst du zu intellektuell wieder. Leben und Rap ist nicht das Gleiche? Ja, doch. Das aber sagt mir der Gangster-Rapper Number One. Aber ich muss doch nicht alles in Rap verarbeiten. Ich verarbeite doch nur... Leben ist nicht alles. Sterben ist auch ein Teil. Guck mal, wenn du Fußballer bist oder du bist Boxer, ja, so, dann bist du froh, wenn Boxen ist. So, und wenn du deine Freizeit hast, und da kannst du auch gerne über andere... Was macht der Boxer, wenn er fertig ist? Der geht zum Masseur zum Beispiel oder geht zum Physiotherapeuten. Sowas könnte ich für dich machen. Nein, das hat du auch machst was die Alben, dann kommst du zu mir und du sagst du, Serda, massier mich Abi, mal. Nein, sagst du Abi, findest du diese Zeile, findest du das okay? Dann sage ich, mach das anders. Sag integrative Diskrepanz. Und das ist zum Beispiel, wenn du darauf einen Reim findest, dann kacken die anderen alle ab, weil die es A nicht verstehen und auch die Reime dazu nicht haben. Ist doch scheiße, wenn sie es nicht verstehen. Die anderen also, meine ich deine Konkurrenz. Für dich ist es ein Zeichen von Überlegenheit, wenn du dich intellektuell ausdrücken kannst. Dass ich dir die Begriffe geben muss. Dankeschön. Du möchtest dich so ausdrücken, weil du bist dann in deiner Welt höher angesehen. Das stimmt, Baba. Genau, bei das uns stimmt. Bist du, also so, wenn du so von... Wenn du, werde ich von dir verachtet? Nein, aber sag ich, das ist doch keine... bei uns? Nein, das hast du doch nur aus Büchern. Ich habe nie gelesen. Woher weißt du, was ich Büchern, lese? Diese intellektuelle Gequatsche, Alter. Wenn du bei Markus Lanz sitzt, der freut sich. Dann sagt die Oma und Markus Lanz sagen dann... Warst du schon mal bei Markus Lanz? Nee. Nee, der würde dich auch nicht... Mich lädt er auch nicht ein. Mich würde er einladen, glaube ich. Hat er, glaube ich, schon mal? Ich war ein paar Mal da. Hat er dich schon mal eingeladen? Nee, Kurt Krömer hat mich jetzt eingeladen. Gehst du hin? Geh auf keinen Fall hin. Ich gehe hin. Nein, da hast du keine Chance. Es wird geschnitten. Bei mir zum Beispiel bist du so, wie du bist. Bei dem wirst du geschnitten, damit der besser aussieht als du. Echt, ja? Ja, ja. Ich lasse es drauf ankommen. Du bist mutig. Ich weiß, dass du mutig bist, aber du bist auch wütend. Und schlecht ist, wenn die Wut nach dem Mut kommt. Besser ist, wenn der Mut nach der Wut kommt. Wieso einfach Kurt Krümmer auf die Fresse hauen? Wäre doch der Stunt, ey. Wäre doch der Stunt. Kurt Krümmer auf die Fresse. In der Sendung halt auf die Fresse hauen. Ja, wäre doch geil. Kannst du dir vorher Serda auf die Faust tätowieren? Hast du was gegen den? Nein, ich liebe den. Also, geh schön und dann, wenn er frech hauen will, Kurt Krümmer. Aber manchmal funktioniert ja auch Liebe mit Gewalt.
Apropos, anderes Thema. Angst-Thema. Ich komme zu dir ins Studio, ja? Und ich sage, pass auf, Flair, produziere mein neues Album. Niemals. Ich habe keinen Bock. Das ist das Ding. Ich gebe dir gerne Connections. Weißt du, wie viele Zuschauer ich habe? Mehr als du je in deinem Leben gehabt. Wie viele Leute kommen in deine Konzerte? Guck mal, Andrea Berg hat auch mehr Zuschauer als du. Aber Andrea Berg rappt auch besser als du. Und trotzdem ist die scheiße. Wer sagt das? Hast du Andrea Berg schon mal gesehen? Ja. Das ist ein Vorteil. Nein. Die ist hot. Die ist geil. Bang würde ich die, aber nicht mit dir rappen. Bang, Farid Bang würdest du die? Klar machen würde ich die, aber nicht mit dir rappen. Also, ja, aber die glaub, ist doch Schlager. Helene Fischer, aber das ist schon so 60 Jahre. Egal, die würde ich auch weg. Die würde ich auch wegflanken. Alles. Wie viel flankst du pro Woche weg? Da bangt man sich ja hoch. Wie viel flankst du pro Woche weg? Das ist, wie sagt man? Phasenabhängig. Ja? Ja. Gibt es auch Phasen, wo du keinen Bock hast, wegzuflanken? Ja. Was machst du dann? Wenn ich Interviews mache. Wenn ich mir einen keule. Lass uns mal über Sex reden. Bitte. Ist es unangenehm? Der weiß nicht, wie man hier redet, wa? Aber mir ist das nicht unangenehm. Nein, das wie soll ich auch. Hast du schon mal ein Bett versagt? Bestimmt. Das ist, kommt jetzt ein bisschen. Es gibt Tage, da legt man sich hin und man sagt einfach, komm, mach du mal jetzt. Das ist nicht Versagen. Nein? Nee, das ist nicht Versagen. Versagen ist, wenn die Frau sagt, komm du, jetzt mach mal und du kannst nicht. So eine Frauen sind cool. Hast du schon mal so eine Frau gebankt? Bestimmt. Und, was war dann? Die hat es mir aber nicht so gesagt, aber vielleicht hat sie sich dann später gedacht. Die haben Respekt vor dir und die haben es 30 Jahre später gesagt. Ja, ja, 30 Jahre später. So alt bin ich noch nicht. Wie alt bist du? 39. Du hast meine Frage antizipiert. Du wusstest, dass ich das frage. 39. Hast du Angst vor der 40? Nö. Glaubst du, du wirst alt? Man wird alt, so, aber ich glaube, ich bin so ein Typ, der sich gut hält. Das ist diese Witze. Ich meine es ernst. Ich glaube, ich halte mich gut. Ich glaube, ich bin. Wie wird das, wenn du 70 bist? Flair mit 75, noch die Tattoos so ein bisschen verwelkt. Die kann man ja weglasern lassen. In meiner Jugend war ich Gangster-Rapper. Die kann man auch weglasern lassen. Heutzutage geht es richtig. Guck mal, ist doch schon. Guck mal, das ich weiß. Hat das wehgetan eigentlich, als du das gemacht hast? Ganz schlimm. Das wehgetan. Aber hast du keine Tattoos? Nein, ich habe keine Tattoos. Doch eine, aber die zeige ich dir nicht. Aber mit 70, stellst du dir das manchmal vor, wie das ist, wenn du 70 bist? Lass mal wieder ernst werden, wir sind zu albern jetzt. Ja, Macht übrigens super Spaß mit dir. Ja, super. Ich wusste das auch, dass das so ist. Also es gibt ja noch keinen 70-jährigen Rapper allgemein in Deutschland, weil die Kultur noch nicht so alt ist. Hier, Smudo, wie alt ist Smudo? 50? Ja, ist über 50, oder? 55, 53? Smudo ist auch kein Rapper für mich. Nee, Smudo ist kein Rapper, oder? Nee, Smudo ist, der rappt, aber ist kein Rapper. Der spricht auf Beat. Nee, der rappt. Ja. Rappt ja. Gut, aber ist ja. Kein Rapper. Okay, ich komme zu dir ins Studio, ich sag, wir machen ein Album. Du kommst nicht zu mir ins Studio. Warum denn nicht? Weil ich mit dir nichts machen will, was Musik angeht. Du kannst einen Skit sprechen. Digga, ich zahle dir Geld, dass du einen ganzen Tag shoppen gehen kannst. Ich brauch dein Geld nicht. Du hast irgendwann kein Geld mehr, wenn du weiter so arrogant und frech bleibst. Wieso? Gerade deswegen mach ich Geld. Hast du mehr Geld als ich? Bestimmt, wa? 1500 Shows? Ja, Digga. Was machst du pro Show? Oh, viel, auf jeden Fall. Richtig zaster. Warum läufst du da rum wie so ein Dings, Alter? Weil ich es nicht nötig habe, mich anzumalen. Ach, du hast wie es nicht Pussy. Nötig? Ja. Du hast ich habe schöne seidene Haut. Was ist das für eine Uhr? Eine Rolex. Ah! Siehst du? Du hast das aber spät gefragt, ne? Du hättest das früher fragen können. Ich bin nicht so ein Uhrenkenner. Ich hab's spätestens bei der Prada-Andeutung hättest du sagen können, was ist das für eine Uhr? Du trägst keine Uhren? Doch, ich trage viele Uhren. Ja? Was ist deine teuerste Lieblingsuhr? Oder deine Lieblingsuhr? Teuerste war Patek. Patek Philippe. Nautilus. Welche? Nautilus. Nautilus? Ja. Nicht Aquanaut? Ich kenne mich da nicht so aus. Nautilus, 35.000 Euro. Was? Nicht die ich hatte. Teurer, weil Brillis drauf? Ja, wenn du sie aus dem Laden bekommst, kostet die 35.000, die Stahl. Der Wert steigt. Ja, die kriegst du ja so nicht. Nee, die sind limitiert. Jetzt kosten die 150.000, ne? Ja, so ungefähr, ja. Wie viele Uhren hast du? Ich habe viele wieder verkauft. Ich habe jetzt zwei noch und eine Kette. Willst du meine kaufen? Ich habe noch mal. Die ist nicht auf meinem. Was muss die haben? Muss die golden sein? Welches Modell ist das? Das hier ist die GMT2 Master. Eine Rapper Rolex ist die Day-Date, die große. Also das ist die Explorer 2. Die Rolex, die große, muss die groß sein? Nee, die, also das hat doch ein bisschen was mit, also unter Rappern kauft man nur bestimmte Uhren. Hast du denn Ahnung von Uhren oder gehst du nur in den Laden und sagst, ich möchte eine Rapper-Uhr? Ich gehe in den Laden und kaufe nur das Beste vom Besten. Du sagst, also geben Sie mir das Beste vom Besten. Ich bin nicht so jemand wie du, der dann so tut, als wenn er die Uhr wegen der Zeit trägt.
Ich bin so ehrlich, ich gehe und kaufe mir diese Rolex, weil ich weiß, es Welle machen. Aber eigentlich und nicht so wie du, nicht ja, so wie du, dann alst du die aus Stahl so und ich gucke da auf die Zeit. Komm, ich will zu verarschen. Du hast so recht, Digga, du hast so recht. Dankeschön. Ne? Weil man sollte doch dazu stehen, ja, dass man die nicht am Arm hat, weil man auf die Uhrzeit guckt. Nee, ich guck hier. So, ist doch wenn schon angeben. Ja. Dann kauf doch die teuerste Uhr, die es gibt. Ja, wo machst du das denn nicht? Weil ich mich nicht traue. Du traust dich nicht, weil genau. Weil ich nicht flair bin. Nein, weil du dich nicht traust. Ja, weil aber du, wenn du mich in dein Studio lässt, dann kann ich was von dir lernen. Du lernst in einem Interview mehr von mir als im Studio. Lass uns das. Was hast du gesagt? Du lernst in einem Interview mehr gesagt? Von mir als im Studio. Pass auf, mein Lieber. Ich komme zu dir ins Studio. Wir ja. nennen das Album nennen wir Ausbildung. Ich bilde dich aus. Das Album heißt Ausbildung. Ja. Flair bildet Zerda aus. Okay. Und dann rappe ich so schlecht, wie ich kann. Und du gibst mir ein paar Schellen und dann mache ich es nochmal. Und dann sagst du, es war schon besser. Das würde sich verkaufen millionenmal. Hast und mit du dem Geld, Fetisch, dass du... Das war wieder eine Provokation. Und dann können wir mit bitte. Dem Geld Uhren kaufen. Ich möchte Uhren kaufen. Also erstmal, du kannst ja gerne Skits sprechen. Was sind Skits? Na, wir machen Songs und dann machen wir ein Album. Und zwischen den Songs sprichst du ein Skit. Das mache ich sofort. Habe ich schon gemacht bei Emir Begovic. Wie heißt der du? Elvin? Den kennt er doch bestimmt, oder? Die 52er, 300er. 257ers. Genau. Aber da hast du ja keinen Skit gemacht, da hast du eine Hook gemacht. Was ist der Unterschied zwischen Hook und Hook Skit? Wenn du das nicht mal weißt, das hat keinen Sinn mit dir. Wenn du das nicht mal weißt, hat keinen Sinn. Du hast ja ein Refrain gemacht auf diesem Song. Ah, Refrain ist meine Sprache. In der Uni sagen die Refrain. Und was ist Skit? Skit ist... ist zwischen den Songs, dass du wie so eine Pause kurz mal irgendwas Lustiges machst und dann geht der nächste Song los. Okay, das hat Kurt Krömer bei Sido zum Beispiel auf dem einen Album gemacht. Okay, verstehe. Ja, ich. Und dann haben wir auch Competition, dann ficken wir Kurt Krömer. Dann sagst du, Kurt Krömer, meine Skits sind besser als deine. Boah, da bin ich dabei. Da siehst du, dann haben wir ein Ereignis. Machen wir das? Ja. Ist das versprochen vor laufender Kamera? Versprochen ist versprochen. Ich bin auf dem nächsten Flair-Album mit Skits. Ja. Was kriege ich dafür? Nix. Ich mach nicht. Guck mal, meine öffentliche Art, meine öffentliche Haltung, zum Beispiel, wenn ich mit den Bullen so rede, wie ich mit denen rede, wenn ich vor dem Richter so rede, wie ich rede, wenn ich in meiner Musik so rede, wie ich rede, das ist eine Haltung. Was, du versteckst dich? Nein, das du ist. Du versteckst das dich hinter dem Gangster-Rapper. Nein, das verstehst du falsch, weil du das. Weil Detlef du, bist weil du, ne? Du heißt Detlef, ne? Mein leiblicher Vater heißt Detlef. Wie heißt du? Patrick. Dann der Patrick in dir. Ja. Der ist doch nicht der Typ, der da sitzt und im Gericht ein Statement macht als Flair. Sondern der. So, ich bin da genau derselbe. Ach, weiß ich nicht. So, erklär mal, Digga, ich bin da genau derselbe. Das glaube ich nicht. Ja, dann kennst du mich nicht. Du kennst mich pass auf, weil, aber du weißt, worüber wir reden. Na, du nein, deine Weltanschauung, nee, deine... Ich rede nicht über mich, rede über dich. Ich bin der Interviewer. Warum du glaubst, du bist der Interviewer. Warum du glaubst, dass es klappt, ist, weil du glaubst an die Menschen. Ich glaube da nicht so an die Menschen. Ach, come on, so desillusioniert bist du nicht. Doch, ich bin nicht, du hast die Illusion. Du glaubst an dieses ganze Gequatsche. Ich bin Jesus. Ich glaube, dass nee, ich Jesus du, bin. Nee, bist du nicht. Woher weißt du das denn, dass ich es nicht bin? Du bist ungläubig, du kannst es gar nicht beurteilen. Doch, ich glaube an Gott. Du glaubst an Gott? Ja. Echt? An welchen? Es gibt nur einen Gott. Also den christlichen, den islamischen, den buddhistischen, den flärischen? Das wäre wieder ein öffentliches Statement über Religion und Politik, da will ich die Leute come nicht lenken. Come on! Gangster-Rapper, der bei jedem zweiten Satz sagt, das ist mir öffentlich, dann danke ich nicht. Was bist du für ein Gangster? Gerade nach 100 Fragen möchte ich zwei Fragen nicht so beantworten, weil vielleicht bin ich mir auch noch nicht sicher. Hast du daran mal gedacht? Du bist dir nicht sicher, ob du an Gott glaubst? An welchen Gott? Mit 39 Jahren? An welche Religion? Also jetzt stellst du die Frage, die ich dir gestellt habe. Glaubst du an Gott? Muss ich das beantworten? Ja, musst du. Warum? Du ich bin hier der Interviewer. Kackst du ab? Ich kacke überhaupt nicht ab. Glaubst du an Gott? Ich glaube an dich. Glaubst du an Gott? Ich glaube an dich. An mich kannst du nicht so krass glauben. Warum? Ich glaube jetzt im Augenblick an dich. Du musst an dich glauben. Glaubst du an Gott? Ich glaube auch an mich. Glaubst du an Gott? Ja. An welche Religion? Meine. Cool. Meine innere Religion. Ich glaube okay. an meinen Gott. Okay, richtig. Ich, ganz ehrlich, ich glaube ja. wirklich. Ich glaube auch du, ich glaube auch ganz ehrlich, dass du was jetzt, sorry, was Göttliches hast. Ich glaube, pass auf, warte ab, bevor du jetzt so abdriftest. Ich drifte gar nicht ab, ich chille. Jeder, was ist da drin? Jeder, der Kunst macht. Fabio, ja? Hast du da was reingemischt? Sorry. Pass auf, lass mich dir das erklären. Ja, ich will das ernsthaft erklären. Ja, ja. Ich will auch, dass du was von mir lernst. Jeder, der Kunst macht, braucht, um eine ehrliche Kunst zu machen, eine Verbindung zu Gott. Das und stimmt. zwar eine Verbindung, die anders ist als die, die man definiert. Nicht in der Kirche, nicht in der Bibel, nicht im Koran. Sondern er muss wissen, dass das, was er tut, zum Inneren der Menschen, die er damit berührt, eine ganz wesentliche Verbindung herstellt. Mhm. Du
erreichst Menschen, die die gleichen Sehnsüchte haben wie du, die die gleichen Ängste haben wie du und die die gleichen Fragen stellen wie du. Und das ist das, was ich mit Verantwortung meine. Aber vermitteln wir den Leuten nichts Gutes? Du kannst aber nicht einfach sagen, ich mach das, es ist mir egal. Weil der Junge, der deine Platte hört, Platte sagt man nicht, dein Album hört, der empfindet mit dir. Genau. Und für den bist du eine Autorität. Und was empfindet er, wenn er meine Musik hört? Das entscheidest du. Na, wie das ist denn die Außenwirkung gerade? Erklär's mir nochmal, wenn du meine Musik hörst. Das, hast du meine Musik gehört? Nein, ich mag das. Nee, du Wichser, du hörst schon mal meine Musik und sagst mir, was. Doch, ich hab sie gehört. Welches Album? Ich hab sie mir nicht merken können. Dankeschön. Also, bevor du dich mit mir triffst und über meine Musik urteilst. Komm, hör mir jetzt deine Musik zusammen. Und sagst, was. Warum muss ich deine Musik kennen, wenn ich dir was erkläre? Du sagst doch, dass ich mit den Leuten was vermitteln soll in meiner Musik. Das ist keine Zugangsberechtigung zu meiner Meinung, dass ich deine verfickte Musik hören muss. Doch, weil du sagst. Nein! Doch! Nein! Doch. Warum kann ich nicht mit dir sprechen? Ich höre deine Musik nach. Du musst doch. Hör du, was ich sage, bevor du mir deine Musik merkst. Preis. Ey, ganz ruhig, du kriegst einen Herzinfarkt. Ey, hör mal zu. Erstens, du sagst doch, dass meine Musik das und das vermittelt. Du hast meine Musik nicht gehört. Du hast mir deine Musik erklärt. Hä? Nein, doch, hab ich gar nicht. Du hast gesagt, du kommst mit mir nicht ins Studio. Da wusste ich schon, was du für eine Musik machst. Du hast dicke Eier, Drogen, Polizei, du hast ich hasse dies, ich gehe shoppen, Prada, keine Freundin, Frust, ich bin depressiv, ich war im Heim. Das ist deine Musik. Er hat die echt gehört, ne? Ja. Er hat meine Musik gehört. Und es tut weh. Es tut weh? Nein, ich liebe deine Musik. Dankeschön. Jetzt hast du wieder den Bogen bekommen. Ich liebe dich auch ein bisschen. Ich liebe dich auch. Sagt man das so? Warum nicht? Unter Gangster-Rappern? Du hast einfach eine, du bist einfach. Fang nicht jetzt super, du an, ey. Du hast eine super vorgefertigte Meinung von Gangster-Rappern. Natürlich. Ja, ist schlimm. Du hast Vorurteile. Ja, weil wir die Randgruppe haben Gangster-Rapper keine Vorurteile? Nein, gar nicht. Nein. Gar nicht, nein. Gangster-Rapper sagen, fickt euch alle, macht wie ihr wollt, wir machen wie wir wollen. Aber nicht, wenn man sagt, ich habe Vorurteile. Ich ertrage alles. Wenn ich was wirklich nicht ertragen könnte, dann würdest du das merken. Okay, jetzt nochmal zu Gott. Lenk jetzt nicht ab. Lenk nicht ab. Welcher Gott ist das, an den du glaubst? Auch mein Gott. Aber du bist gläubig, du bist spirituell. Ja, sehr. Was heißt sehr? Dass man viele Sachen nicht tot analysieren muss, sondern man muss auch dran glauben einfach. Also man kann nicht alles bis zum Ende planen, gerade wenn es um Musik geht, gerade wenn es um dein Leben geht, dass du an dich und deine Sache glaubst. Das ist Laberei. Nein, dann laber nicht. Frag Fabio. Sag lieber, nimmt mir die Verantwortung ab für die Ängste, die ich selber nicht aushalte. Nee, das macht er nicht. Hast du Angst? Na klar. Wovor? Jetzt in meiner Lebenslage gerade, vom Versagen, Scheitern, nicht abliefern, Pleite gehen. Noch ehrlicher? Was, Einsamkeit? Nee, ich bin sehr gerne einsam. Einsamkeit ist anders als alleine? Ja, ich bin gerne alleine. Und einsam? Ich war lange Zeit einsam in der Jugend und hab das so irgendwann gelernt. Ist cool. Also ich merke, es ist eine Stärke, wenn du das ist die Wahrheit, wenn du alleine bist und wenn du nichts hast, dann merkst du, wer du bist. Alles andere lenkt dich viel ab und viele Leute, die mit reichen Familien aufgewachsen sind oder die halt schon im Vorfeld Privilegien haben, das kann einfacher sein für die Leute im Leben, aber natürlich lernst du nie die Wahrheit kennen, wenn du nicht selber die Erfahrung machst. Was denkst du gerade, was ich über dich denke? Du denkst, ich bin so ein richtiger, hab so eine richtige Mauer um mich herum gebaut und du möchtest diese Mauer durchbrechen. Aber du verstehst nicht, dass es keine Mauer gibt, dass du genau den Typen vor dir hast, der in der Musik ist und es ist alles. Nee, aber du laberst gerade. Ich merke, dass du laberst. Ich laber nicht. Doch, ich bin, wenn ich eine Sache bin, dann echt. Ich komme zu dir ins Studio und ich sag, Flair, mein Freund, ich habe ein paar Themen, über die ich gerne mit dir reden will. Ja. Ich weiß nicht, wo ich gerade im Leben stehe. Ich habe ein paar Frustrationen erlitten. Bist du gerade du oder eine andere Person? Nein, ich komme zu dir ins Studio und sage, kannst du das mit mir teilen und kannst du meiner inneren Stimme Ausdruck verleihen? Du bist doch jemand, der stellvertretend für viele andere Leute sprechen kann. Ja. Und wo können wir matchen? Wo ist das zwischen uns beiden? Wir können nicht matchen. Wir können woanders matchen, aber nicht in der Musik. Wenn ein Profiboxer seinen Sport macht, und dann kommt da irgend so ein Typ wie du, der auch jetzt in einem gewissen Alter ist, das heißt, der wird nicht mehr der nächste Boxchamp und sagt, er möchte jetzt boxen, er möchte jetzt mitmachen. Was ist der beste Tipp, den du ihm geben kannst?
lass es. Du bist nicht gemacht für die Sache. Oder hör mein Album. Moment, den Sport, den wir da spielen, das ist ja wie Fußball. Du willst jetzt, dass die Fußballer sich nicht mehr in die Beine grätschen. Aber das ist ja auch ein dominantes Verhalten, was auch Menschen an den Tag legen müssen. Das würdest du mir sagen? Ich würde zu dir sagen, wenn du nicht auf die Kacke hauen willst mit Rap, wenn du keine Wut in dir hast, wenn du nicht Welle machen willst, wenn du das nicht in der Kunst ausleben kannst, dann such dir eine andere Kunstform, wo das besser passt. Und dann ist es da auch angebracht. Das ist doch cool. Das ist doch geil. Hör ich mir auch an. Ich würde dir auch Connections geben. Geh in das Studio. Mach diese Bewegung nicht. Geh in das Studio. chill mit dem. Mach mit dem Musik. So, aber nicht mit mir. Aber wir können chillen. Wir können Interviews führen. Wir können andere schöne Sachen machen. Also übersetzt sagst du, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja. Warum drehst du dann jetzt einen Kinofilm? Ich drehe bis jetzt noch gar kein Kinofilm, wir arbeiten gerade am Drehbuch. Warum? Weil es mit der Filmindustrie in Deutschland so ist wie mit der Musikindustrie vor 20 Jahren. Jetzt kommt dein Rettungsinstinkt. Du willst die Filmindustrie retten? Nee, die Filmindustrie macht so eine Filme nicht, wie wir sie machen möchten. Bushido hat auch so einen Film gemacht. Das war ein richtiger Scheißfilm. Aber sie hat es gemacht. Nee, sie haben es nicht gemacht. Der Bushido-Film, Bernd Eichinger? Es war ein Schrottfilm. Er ist gemacht worden. Ja, aber nicht richtig. Das widerlegt deine Behauptung, solche Filme gäbe es nicht. Nein, egal, weil du nicht vom Fach bist. Wenn du vom Fach bist. Ich bin nicht vom Filmfach. Nein, wenn du wüsstest, was ein Hood-Movie ist, was ein Gangsterfilm ist, dann wüsstest du, dass der Bushido-Film ein Schwanzfilm war. Wir reden nicht darüber, ob er gut oder schlecht war, sondern doch. Es gab ihn. Unter welchen Gesichtspunkten war er denn für mich? Er war sehr erfolgreich übrigens. War er nicht? Unter welchen Gesichtspunkten war er denn für mich nicht gut? Pass auf, die Ursprungsfrage, von der du ablenkst, ist, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja. Warum drehst du dann einen Film? Weil ich genauso wie das erste, so wie damals zur Agro-Berlin-Zeit, wir in Deutschland eine neue, also die wahre Form von Gangster-Rap gemacht haben, möchte ich genauso den ersten Hood-Movie-authentischen Film machen in Deutschland. Oder du bist eitel und du willst einfach einen Film machen. Nee, da würde ich Drehbücher nehmen, wie sie mir schon angeboten haben, wo es nicht um Hip-Hop geht. Worum geht es in den Drehbüchern, die man dir angeboten hat? Das darf ich nicht sagen. Oh. Das darf ich wirklich nicht sagen. Das sind nicht meine Drehbücher, die werden gepitcht und ich kann jetzt nicht dieses Drehbuch hier verraten von den Leuten. Also weil wir haben es ja nicht gekauft. Du spielst deine Rolle. Also mein Drehbuch steht noch nicht. Das Drehbuch, was mir angeboten wurde, wo es darum geht, weil du gerade meinst, ich bin eitel und ich könnte ja Drehbücher annehmen, wo es mehr um mich geht als Schauspieler, der ich überhaupt nicht bin kein Schauspieler. Ich könnte dir das zeigen, Patrick. Ja, danke. Dann geht's in diesem Film, den ich machen will, geht es ja um Berlin und um die Probleme und um die Hip-Hop-Kultur. Ist es nicht irgendwann langweilig, wenn man dein Schicksal 100 Mal durchgekauft. Es geht da nicht um mein Schicksal, es geht um das Schicksal von Berlin. Geht ja um die, es geht darum, dass Menschen wie ich immer von Menschen wie dir immer belächelt werden. Ich belächel dich nicht, ich frage dich nur, langweilst du dich nicht selbst? Es war Spaß. Keine Späße mehr. Es ist Schluss hier. So, und es geht einfach darum, aber das war gut gespielt, es war Spaß. Es geht darum, die richtigen Filme zu machen. Und diesen, also, wenn man, und da gibt es auch Diskussionen mit Konstantin, ne? Also ich rede mit Konstantin darüber. Und wer ist Konstantin, dein Freund? Nee, Konstantin ist eine Produktionsfirma. Das musst du dazu erklären. Entschuldige, Konstantin ist einer der größten sogar, ne? Die größte Flair arbeitet nur mit den größten. Dankeschön. Hey, was, wie heißt du, wie spreche Hengst. Ich dich an? Hengst. 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 Jetzt dreimal darfst du raten, warum er Hengst heißt. Kleiner Pimmel? Nee, dann heiße ich doch nicht Hengst, Alter. Dann heißt es doch Stute. Ah, okay, alles klar. Ihr habt das Album zusammen gemacht. Ne? Komm, wir machen jetzt ein bisschen total offizielle Promo für euer Album. Endlich. Wie heißt euer Album eigentlich? Wie heißt euer Album eigentlich? Cancel Culture nicht mehr. Hat das was mit Cancel Culture zu tun? Nein, absolut nicht. Ach so, warum heißt das so? Nein, du hast eben gesagt, es heißt so, weil der andere Titel nicht ging. Carlo Collodi Chico. Carlo Cucknutten. Was war der andere? Der Titel des Albums war Carlo Collodi. Carlo Cucknutten. Kennst du Carlo Collodi? Carlo Colucci. Kennst du denn Carlo Collodi? Nein. Die Frage war anders. Zuhören, dann bitte, antworten. Entschuldigen Sie bitte, ich habe Sie falsch verstanden. Er hat Pinocchio geschrieben. Next time. Und euer Album kommt jetzt wann raus? Ist schon draußen. Und heißt? Cancel Culture Nightmare. Alias. Wie heißt euer Album? Cancel Culture Nightmare. Ja. Und wie viele Tracks sind denn da so drauf? 19. 19 Tracks? Ja. Habt ihr euch viel Mühe gegeben? Habt ihr die Lieder alle selber geschrieben? Ja, ja. Habt ihr schön auch die Musik eingespielt oder habt ihr das so vom Band laufen lassen? Beides. Schön. Und dann habt ihr gesungen? Ja. Schön. Habt ihr schöne Stimmen? Das müssen Angebote sein. Und was habt ihr so für Texte? Ich finde meine eigentlich sehr geil, meine Stimme. Deine Stimme? Ja. Und die Kollabo zwischen euch beiden, ist die spontan entstanden oder war die immer schon geplant? Wir kennen uns seit Kindesalter. Hm. Wir haben 2006 geplant, einen zu machen. Ja. Ja. Und dann haben wir zwischendurch mal nicht Musik miteinander gemacht, aber man kannte sich. Und irgendwann hat er sich wieder dazu entschlossen, mehr Musik zu machen. Wie viele Alben verkauft ihr? Jetzt mal ernste Fragen. Alle.
Million, zwei, drei, heutzutage ist eine Million Streams. Streams. Aber dafür kriegst du auch nichts, du kriegst da 0,005 Cent. Aber eine Million Streams kriegst du um die 3.500 Euro. Eine Million, 3.500, das ist nichts, oder? Und ab wann ist Gold? Das wird halt dann umgerechnet. Ja, seid ihr, ist, bist du der erfolgreichste Rap-Künstler Deutschlands im Moment? Nein, gar nicht. Nein. Wer ist Number One? Ja. Ja. Wer ist der erfolgreichste gerade? Band, wer ist der erfolgreichste Rap-Künstler Deutschlands? Meinst du nicht Luciano? Luciano ist der erfolgreichste Streaming-Künstler. Sido. Sido bestimmt immer Sido noch. Sido immer noch? Ja. Was verkauft der? Weiß ich nicht, aber der geht auf jeden Fall Gold. Aber krass ist so, im Moment ist ja so, wie ich das gehört habe, und wirklich entschuldige, ich bin wirklich so total ungebildet, was Rap angeht. Ne? Es tut mir wirklich leid, wirklich. Es tut mir gar nicht leid, aber erzähl weiter. Aber hier in Amerika ist doch jetzt neue Mode, dass man so Kollabos macht, um einfach die Klickzahlen zu steigern. Und Drake zum Beispiel ist, glaube ich, Top 10, ist ja bei 8 Tracks dabei, oder? Drake ist doch überall dabei. Ja, Drake ist der erfolgreichste Künstler weltweit. Aber Drake ist auch geil, oder? Ich finde Drake mega. Voll. Neue Album von Drake? Nicht gut. Finde ich auch. Warum? Ja. I'm too sexy sampled. Das sagen die Deutschen wieder. Ja, aber was ist das Besondere an Drake? Die Stimme auf jeden Fall. Super musikalisch, aber auch in Bezug zu Street Rap, zu Gangster Rap. Das Aussehen. das der stimmt. Fleiß. Ja, ja. Alles. Ja. Ist das. Du sagst, ich bin eher so in Ami-Richtung, ne? Guckt ihr nach drüben und versucht ihr on time zu sein? Weil ich habe das Gefühl, die Amis sind immer ein halbes Jahr voraus. Ja, voll. Er ist voll da drin. Und ich ja, aber im Deutschrap ist es nicht so angesehen. Ist der Deutschrap jetzt in der Zeit oder müsst ihr noch ein halbes Jahr warten, bis ihr dann da seid? Kulturell oder musikalisch? Musikalisch. Ist 1:1. Ihr seid jetzt wirklich on time, also so wie die anderen das auch sind? Oder es gibt ja viele deutsche Produzenten oder Schweizer Produzenten, die für Amerikaner produzieren. Das ist alles on time. Wo holt ihr eure Sachen her? Also die Beats zum Beispiel, die du verwendest, kaufst du die? Nee, ich habe einen eigenen Produzenten, Symes. Und der macht die Beats für dich? Ich mache die Beats mit ihm zusammen. Okay, weil ich kenne das von anderen Leuten, die kaufen auch Beats, oder? Kann man auch machen. Kannst du auch kaufen. Gehst nach London und kaufst irgendwelche Beats? Ja, kannst du auch machen. Wann ist das Zeitalter der 808 vorbei? Schwer, weiß ich nicht. Ich glaube, 808 kommt und geht. Gab es ja dann auch in den... Aber jetzt ist doch echt... 36 Mafia, wann war das? 90er? Ja, aber ist das nicht im Moment mega nervig, dass es immer noch so ist? Also ich finde, für mich ist eine 808 so... Klingt einfach nicht mehr. Bin satt. Immer in Kombination mit was? Und immer ist ja auch immer, ist immer die Frage, was für ein Song? Und es gibt halt gerade so eine Stilrichtung, die so Dirty South-mäßig, Trap-mäßig in Amerika super populär geworden ist. Was auch Jahrzehnte halt, es gab in den 90ern war erstmal New York Nummer 1 und alle haben sich an New York orientiert. Jetzt ist es mehr so der Süden, an dem sich alle orientieren. Miami? Ja, auch. Und es geht aber. Rick Ross? Rick Ross hat ein Alleinstellungsmerkmal. Rick Ross hat ein ganz eigenes Soundbild. Ist sehr an Trap orientiert, aber macht auch Sachen. Ganz wenig Ahnung habe ich doch nicht. Ne? Jetzt bist du überrascht gerade. Ich sehe es in deinen Augen. Rick Ross macht aber auch sehr viele soulige Sachen, die so New York-mäßig sind. Ne? Also Rick Ross hat so ein Alleinstellungsmerkmal. Der macht, was er will. Aber Rick Ross ist natürlich auch eine Person. So, ne? Also der wirkt durch seine Aura. Ja, ja. Das ist ein Charakter. Ist krass. Ja. Ja. Was ist mit Hanks? Bist du auch in Amerika? So geistig? Nein. Woher kommt deine Rap-Karriere? Rap-Karriere kommt aus Berlin. Und ich habe jetzt mich wenig von den Amis beeinflussen lassen. Weil mein großer Bruder hat gerappt und da dachte ich mir, okay, ich will auch rappen. Aber du bist schon auch, du bist auch bekannt, oder? Also ich, in der Rap-Szene auf jeden Fall, ja. Ja. Nicht so bekannt wie du. Ich bin, weiß ich nicht. Meinst du, wir haben so eine vergleichbare Bekanntheit? Wie können wir das messen? Wie viele Facebook-Follower hast du oder Instagram? Follower kann man das nicht. Du bist ja Mainstream ohne Ende. Ich bin überhaupt nicht Mainstream, Digga. Nee, nicht von deiner Haltung, aber von deiner Wahrnehmung. Nein, gar nicht. Gar nicht. Hä? Nein, ich bin mehr Anarcho, als du denkst. Von deiner Haltung? Mich hassen alle. Na, von meiner Haltung? Nein, Mainstream, meine Haltung? Nein, von deiner Haltung bist du Anarcho. Aber du findest doch statt. Ach, nein. So, ey, ich finde nirgendwo statt. Ich war mal in der Heute-Show, da bin ich nicht mehr. Du bist überall, Mann. Ja, überall bist du. Hast du Allmann zu mir gesagt? Überall, Mann. Ja, da steckt also, Allmann drin. Du Allmann bist überall, Mann. Ich bin der Überallmann. Überall, nee, ist nicht so, wie du denkst. Also ich habe echt schon, also ich kann dir eins sagen, ne? Ich habe noch nie in meinem Leben irgendwelche Preise bekommen, doch einmal vor 20 Jahren. Und ich werde auch wirklich kategorisch gemieden, weil die Leute wissen, der Typ ist nicht berechenbar. Wir haben viel gemeinsam, deswegen glaube ich, verstehen wir uns auch spontan.
Wir sind Outsider. Wir sind nicht im Game in der Mitte. Wir kriegen zwar ab und zu mal Anteile. Ich meine, guck mal hier die Preise. Du bist ja auch Mainstream. Die kriegst du ja nicht, weil du irgendein Anarcho bist, sondern weil du auch irgendwo Erfolg hast im Mainstream. Es gibt ja einen Unterschied, ob du kommerziell ausgelegt bist oder ob das kommerziell funktioniert. Genau. Und da sind wir identisch. Ich bin nicht kommerziell ausgelegt. Und jeder Zuschauer, der zu mir kommt, der kommt, weil ich ihn mir erarbeitet habe. Genau. Und nicht, ich mache keine Werbung. Ich hänge keine Plakate. Ich finde nicht statt in großen Sendungen. Hast du mich irgendwo mal gesehen im großen Fernsehen bei... Ja, nur. Come on. Dieter Nur, meinst du jetzt oder nur? Ich kenne die, weiß nicht, wie die heißen, die Typen da. Nein, du bist natürlich ein Fanboy. Deswegen hast du mich 1000 Mal schon gesehen auf irgendwelchen anderen Plattformen. Wer hat wen angefragt? Du Fanboy. Wer hat wen angefragt? Fanboy. Du hast mich angefragt. Was? Soll ich zeigen? Zeig. Soll ich hier? Die erste Nachricht auf meinem Handy ist von dir. Du Fanboy. Ja, du Schwanz. Du Schwanz, Alter. Das sage ich übrigens jetzt immer, ne? Ich habe mir das angewöhnt. Ist ja schon alt. Ich liebe das. Du bist mein Vorbild. Bei Beleidigen? Beim Daneben benehmen und beleidigen und beim Bangen bist du mein Vorbild. Bang. Nee, beim Bang, du weißt ja nicht, wie wir bang. Du weißt nicht, wie wir bang. Hast du nicht gesagt Bang? Ja, aber du weißt ja nicht, wie wir bang. Dad, Pat. Ja, ist schlimm, Digga. Du bist schlimm? Ich bin ganz normal. Ja, schlimm ist normal. Ich bin normal und ihr seid halt verklemmt und da findet ihr mich schlimm. Bist du in einer festen Beziehung? In einer festen Beziehung? Damals, ja. In jeder Stunde eine feste. Ehrlich? Und hast du schon so Vorwürfe bekommen? So Sexismusvorwürfe, Misshandlungen? Oh, alles. Ich war auch schon rechtsradikal. Ich war alles. Aber bei mir ist du warst alles rechtsradikal. Ja, weil. Das passt unter längst ein Nazi-Stand. Man braucht aber schon eine Menge Abstraktionsvermögen, um dich für rechtsradikal zu halten, oder? Ja, ja. Haben die bei der Polizei dann auch gesagt. Die haben gesagt, habt ihr doch alle Tassen im Schrank? Genau, die haben gesagt. Es wird spät, ihr müsst ins Bett, habe ich mir sagen lassen. Echt? Ja, wir haben 20:40 Uhr. Habt ihr noch Bock, sollen wir noch weiterreden? Mach weiter, komm. Du bist richtig angefixt gerade, oder? Mach. Du bist halb Türke, halb Italiener, richtig? Ne? Ja. Also, das, was ich eben zu Bushido gesagt habe, würde bei dir nicht zutreffen. Was, ne, hast du denn gesagt? Kann ich nicht wiederholen. Ich werde angezeigt. Piepst doch raus oder so ein Scheiß. Nee, das fängt mit B an und hört mit Astart auf. Ah, Bastard. Dass er keine Mutter hat oder kein Vater? Wo unklar ist, woher der kommt. Kuckuckskinder sagt man auch dazu in Schöndeutsch. Also du hast... Ja. Nein, bei Bushido ist doch auch klar. Ja? Ja, der weiß ja. Nee, dann nehme ich das nochmal zurück. Nehme ich doppelt zurück. Weißt du das? Ist das so? Du kennst dich aus, Bent? Ist Bastard nicht ein vom Vater ungewolltes Kind? Auf jeden Fall ein schöner Begriff. Also, den kann man benutzen, um Leute zu beleidigen. Wenn du es nachher googelst, war die Hälfte falsch. Wie kommen denn Italienerinnen mit Deutschen zusammen? Mein Vater, mit einer Türkin zusammen. Ja. Haben sich in Deutschland kennengelernt. Mein Vater hat auch erstmal jahrelang gekämpft, bis er dann heiraten durfte. Damals in den 70ern. Ja. Gegen deine Familie? Gegen die Familie aus der Türkei. Ah, woher kommen die? Italiener, aus Samsung. Aus Samsung, Schwarzmeer. Und deine Mutter? Ja, meine Mutter kommt aus Samsung. Und mein Vater kommt aus Brindisi, Apulien. Da unten, wo der Hafen ist. Genau, wo man rüberfährt nach Griechenland. Das mehrt sich auf jeden Fall. Ja, und du kannst aber weder Italienisch noch Türkisch. Und ein bisschen Deutsch. Ja, Deutsch kannst du sehr gut. Nein. Englisch können wir auch nicht. Oh Gott, Englisch ganz schlimm. Kannst du irgendeine andere Sprache? Englisch ein bisschen. Türkisch? Woher kommt deine Affinität zum Türkischen? Wer sagt, dass ich eine Affinität zum Türkischen habe? Ich. Woran deutest du das? An deinem Habitus, an deinem Was? Auftreten, an deinem Erscheinen, an deinem... Dominantes Auftreten. Du hast ja, du magst ihn ja zum Beispiel auch. Naja. Mögt ihr euch nicht? Nee, danach wird gestritten, wenn Kamera aus ist. Ja, du hast eben gesagt, du magst Deutschland nicht. Oder? Du hast gesagt, ich hasse sogar Deutschland. Ja, geht mir auf die Eier. Ja. Genau. Und in meinem Verständnis von jemand mag Deutschland nicht, ist er eigentlich ziemlich automatisch Türk. Korrekt. Ich denke mal, dass man, das hast du jetzt gesagt, ja? Ich mag Deutschland auch nicht. Das liegt daran, wie ich aufgewachsen bin in Deutsch. Mit Türken? Auch. Ja. Hast du türkische Kultur so mitbekommen dann viel? Voll, alles. Du hast dann, siehst du, du hast Umgang, viel Umgang mit Türken. Araber-Türken, ja. So Abi, Merhaba und so, das kennst du aber auch. Alles klar. Also, okay, also schon, du kennst auch Türk, kannst ein bisschen Türkisch. Naja, ich verstehe alles, was du jetzt gerade gesagt hast, ja. Götünü Sikim zum Beispiel. Nee, was heißt das? Okay. Sikim, wen fickst du? Lass es übersetzen, das ist egal. Du fickst meinen Arsch? Ey, hat das verstanden? Du willst meinen Arsch ficken? Nein! Nein, Götünü Sikim heißt nicht, ich will deinen Arsch ficken. Das heißt, ich ficke deinen Arsch. Ja. Ach, das ist ein Unterschied. Kannst du uns bitte Sachen beibringen auf Türkisch, die nicht beleidigend sind, damit die Leute, die Zuschauer merken, dass es hier, dass du ein Vorbild für die Jugend bist und hier nicht wie Rapmusik auf einmal die Leute verpestest. Redet ihr auch so mit dir?
Schlimmer. Auf jeden Fall, er ist mein Praktikant. Er muss ihn halten. Ja, Praktikanten habe ich auch. Oh, hast du auch? Wir sind aber durch, oder? Ich spüre so, ich merke. Jetzt schon? Ja, du bist leer. Das war's? Du bist leer. Das war's? Oder stell du mir Fragen. Wir drehen um. Aber das Team ist schon. Das Team ist müde, wa? Ja. Komm, okay. Wir machen Schluss, wir reden privat weiter. Hat Spaß gemacht? Ey, Alter, das war mega. Ich hätte echt gedacht, du fixst ein bisschen mehr. Nein. Aber. Ist Gott sei Dank ein Steigermoment. Fixt geworden. Ein bisschen mehr wenn dich. Du ballerst, du machst ein bisschen mehr Ansagen. Es ist ja Gott sei Dank nicht dieser Steigermoment entstanden am Ende. Nein, aber ballerst kann ich im Studio. Das habe ich dir angeboten. Warum mehrfach. Warum bist du heute nur gekommen, um irgendwie im Studio. Weil ich mit dir einen Deal machen will. Ne? Er will so einen Schnapper machen. Willst du noch ein bisschen mit in die Szene rein? Mitnehmen. Rapper alles scheiße, aber kann man mitnehmen. Geld gut. Bass Geld. Geld schmeckt. Flair, Somunju, Dreieralbum. Dreier wäre natürlich Burnless ein flotter Dreier. Die machen Burnless Most Wanted mit ihm. Wir wollten ein Dreieralbum machen. Wir wollen ein Dreieralbum. BMW, Burnless Most Wanted. Ich bin 100% dabei. Du bist aber kein Berliner. Ich bin Berliner. Bist du gar nicht? Ich bin hier geboren, aufgewachsen, in Marzahn. Meine Mutter ist Polin, mein Vater ist Deutscher. Die haben sich getroffen und dann wieder verloren. Ich bin eine Koryphäe in der Gangster-Rap-Szene. Marzahn ist aber nicht unsere Ecke. Dann komme ich aus Tempelhof, Schönberg. Tempelhof, Schönberg ist deine Hood. Ja. Tempelhof, Schönberg, kann das überhaupt eine Hood sein? Ja. Ja, ja. Moment, ist das Street in Schöneberg-Tempelhof aufgewachsen zu sein? Schöneberg? Ja. Du kennst wahrscheinlich die Schönecken von Schöneberg. Ja, du kennst die Schönecken, du kennst Nollendorfplatz. Es ist ja mittlerweile auch schön. Ist das schön ein Verbrechen, sein, wenn ich die schönen Ecken kenne? Nein. Aber, so aber ich dachte, Berlin wäre so in den Outskirts. Es war aber früher so, wenn du jetzt von außerhalb gekommen bist und dann warst du, ey, wir müssen nach Schöneberg. Ah, Absturz, wieder abgezogen werden. Also war schon eine Zeit lang sehr hart dahin zu gehen. Ihr seid Westberliner. Ja. Natürlich. Und in Westberlin war Schöneberg the place to be? Und andere. Ich dachte hier, Wedding. Moabit ist cool. Ich wohne in Moabit. Moabit ist doch cool. Ja, ist ja auch, wie gesagt, ist ja mittlerweile ganz top geworden. Guck mal, weißt du, wer angegriffen wird? Der den Ball hat. Du bist ein Fußballfan? Wenn jemand nicht den Ball hat, dann wird er auch im Wedding nicht angegriffen. Ich verstehe diese Allegorie nicht. Also wenn du... geh mal als Rapper, der Welle macht, geh mal durch Schöneberg. Da kriegst du einen auf die Fresse? Nein, ist eine andere Situation. Okay, und okay. Bist du Fußballfan? Überhaupt nicht. Ich habe gar keine Ahnung von Fußball. Ja, das ist scheiße. Du? Dankeschön. Ich finde die Trikots aber geil, ziehe ich oft. Ja, die Trikots sind cool. Ja, das Ronaldo ist cool. Ronaldo kenne ich. Ja, ihr habt einen Hang zu Glitzer, das habe ich schon gemerkt. Style-Experte ist ja das immer schon mit. Ich habe nie überhaupt Style zu haben. Ich will nur warum den Schal? Hast du Angst um deine Gesundheit, dass du diesen Schal trägst? Ja. Nee, du willst damit ausdrücken, dass du. Willst jetzt doch am Ende nochmal Gas geben. Nein, damit du willst doch mal so. Warum kommst du hier mit Schal, Alter? Das ist so ein Ding, neunmal kluger. Ich komme mit Schal und ich gehe mit Schal. Das ist ein Lehrer-Style. Also. Bent, willst du noch was sagen? Digga, das Digga, war mega cool. Digga ist jetzt hamburgisch. Was sage ich in Berlin, Bro? Bro. Sind Alter. Wir jetzt Freunde? Natürlich. Die erste Zeit und dann streiten wir uns und vereinen uns wieder? Nein, du bist ja kein Rapper. Thanks, danke schön. Du bist ja kein Rapper, diese Streitigkeiten. Ich will aber, dass wir ewig Freunde bleiben. Natürlich. Wir schreiben uns auch häufiger über Instagram jetzt. Du kriegst doch sogar meine Nummer. Und schreibst du ein Gedicht für mich? Warum Gedicht? Weil ich das will. Ja, das ist aber Freundschaft ist bedingungslos. Dann schenk mir was anderes. Freundschaft ist bedingungslos. Dann bedingungslos. Und ich koche für dich das nächste Mal. Türkisch? Und wir gehen zusammen schon. Ja, ich kann sehr gut kochen. Echt? Ja, sehr gut. Ich verspreche dir das, ganz ehrlich. Okay. Wir machen hier einen Abend, ich koche, du besorgst die Ladies, wir bangen die und danach gehen wir ins Studio und nehmen ein Album auf. Nein, alles außer Studio. Alter, ich ficke dich jetzt, wirklich. Was soll die Scheiße? Sag einmal ja. Du, es geht ja. Nein. Soll ich den... Album! Album! Nicht geht! Ey, ich stelle nicht dir... Nicht ey, ja! Ich stelle dir mein Studio zur Verfügung. Nein, du aber sitzt neben mir da und... kann mich doch nicht nötigen. Und Sultan Hengst ist unter dem Lichtbull. Das kann vor Gericht landen, die Flasche. Ja. Ich war kurz davor. Der Arafat ist dafür vor Gericht gelandet. Ey, mein Bodyguard, nur mal zum Schluss, letzte Story. Du vorzeigst einen Bodyguard. Mein Bodyguard ist ein Killer. Der war bei der KSK in Jugoslawien, Somalia... Und wenn der die Lederhandschuhe anzieht, ist Schluss mit Rap. Quarzhandschuhe. Nein, ja, auch schöne Quarzhandschuhe, aber dann ist Schluss mit Rap. Ich rufe den jetzt an und dann gehen wir ins Studio. Und dann ziehst du dir was Schickes an und wir trinken zusammen ein Bier also meinst und du machst die Beats. Also meinst du, du hast mehr Freunde als ich? Nein, aber ich habe bessere Freunde. Du hast stärkere Freunde als ich? Auch. Tschüss, yeah. Das war's. Danke. Mega. Die Boygroup der Hardcore-Katholiken. Ein Podcast mit Bent Erik Scholz und Serdar Somuncu.